Einen wunderschönen Sonntagabend, meine lieben Knuddel-Joschis da draußen, und seid herzlich willkommen zu einem weiteren Community-Sonntag und heute wieder einmal mit dem guten Mario Kart 8 Deluxe. Ja, ihr Lieben, beim letzten Mal habe ich ja meinen Stream leider abbrechen müssen, weil ich einfach gemerkt habe, keine Motivation, keine Lust. Das hat sich heute geändert. Heute habe ich wieder so richtig Bock, mit euch über die Pisten zu heizen. Und deswegen, wie versprochen, gibt es heute wieder Mario Kart 8. So sieht's aus, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt Lust mitgebracht. Das könnten doch wieder sehr spannende Rennen werden. Und ich bin auch vor allem gespannt, wie viele Yoshis ich wieder abschießen darf, wie viele mich wieder hassen lernen werden. Ich meine, ihr kennt das Spielchen, ne? Ich bin ja immer der böse, böse Yoshi. Ja, ja, ja. Ich böser, böser Mensch. Ich böser, böser Mensch. So, aber da noch offenbar keiner da ist, würde ich sagen, mache ich noch mal eben ein, zwei Ründchen einfach so zum Warmwerden. Und wenn wir dann genug sind, werde ich dann ein Räumchen aufmachen und dann mal schauen, was dann da rauskommt. Halt, da wollte ich eigentlich nicht hin. Da wollte ich nicht hin, ich wollte aufs Online-Turnier. Da. So, dann wollen wir mal schauen. Ich würde sagen, wir düsen ein paar Runden regional so lange. Schauen wir mal, was da rauskommt. Da. So. Dann wollen wir mal sehen. Wie ist denn das... Ups, das Wertebefinden. Das einfach Yoshi räumt erstmal seinen halben Schreibtisch wieder ab. Ich glaube, ich sollte ihn mal wieder aufräumen. Könnte helfen. Hallöche, liebe Vita. Es sind keine Diamanten, doch macht es reich. Ein Herz aus Granit wird deswegen weich. Es ist kein Feuer, aber es brennt. Ja, so sieht's aus. Und hallöche, liebe Vita. Versuch's mal nur mit Follow. Du kommst auch dazu. Na, das will ich doch hoffen. Ne? Ist immerhin Community Day. Ne? Am Community Day seid ihr eingeladen mitzuspielen, wisst ihr doch. Sobald wir auch genügend Leute sind, mache ich auch gern ein Räumchen auf. Aber am Anfang des Streams ist ja meistens nie jemand da. Dementsprechend düse ich jetzt meinem ein, zwei Ründchen mal eben so. Und sobald sich dann die anderen eingefunden haben, gehen wir dann in das Räumchen und räumen dann mal richtig auf. Wie geht's euch denn, ihr Lieben? Ich hoffe doch, alles gut bei euch. Wird's doch hoffen. Hallöchen, Garm. Moin, moin. Schön, dich wiederzusehen. Och, man lebt, ne? Das Wochenende geht langsam zu Ende. Oh, welch eine Premiere. Vita möchte mitfahren? Das höre ich doch gern. Muss dann einfach nur Bescheid sagen, weil du brauchst, glaube ich, noch meinen Freundescode. Den hast du, glaube ich, noch nicht. Und ich denke, du hast auch mittlerweile lang genug Zeit hier verbracht, um mitzufahren. Und die liebe Marina ist auch schon da. Hallöchen, meine Liebe. Können wir ja ganz leicht testen. Einfach Ausrufezeichen Time und dann wissen wir das. Ich meine, ich habe dich ja hier schon ganz oft gelesen. Hab mir Freiheit auch endlich... Ah, ist endlich Striker. Sehr schön. Klingt so, als ob FC Yoshi Rudel dann demnächst wieder Zuwachs kriegen wird. Musst du nur Bescheid sagen, wenn du Teil des Clubs werden möchtest, Mario Master. Noch ist Platz. Noch ist Platz. Ja, du brauchst deine Zeit nicht prüfen. Du bist ja hier schon Standard dabei. Aber ihr wisst ja, es gibt ja eine gewisse Voraussetzung, die man erfüllen muss, um bei mir mitzuspielen. Das gilt nicht für dich, Marina, weil du bist meine beste Freundin. Na? Und wer kommt denn da? Ein Spacki. Danke für deinen Raid. Und da gibt es auch gleich einmal einen Shoutout für den Guten. Schaut da ruhig mal vorbei. Ist ein ganz, ganz cooler Typ. Ein bisschen durchgeknallt. Also genauso wie ich. Und ja, lasst ein Follow da. Schaut auch mal bei ihm vorbei. Er ist meistens sonntags immer aktiv. Und der freut sich immer wieder über bekloppte Zuschauer. Ui, 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 du hast aber ganz schön wenig Stunden hier verbracht, liebe Vita. Oha. Das ist aber wirklich nicht sehr viel. Das ist aber schade. Das finde ich aber schade. Kura! Mein kleines Feuerzeug! Na du? Ja, dann erstmal auch willkommen an Spackis, Leute. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Moin, ich bin Drake, das Alpha Yoshi. Ein bisschen bekloppt. Okay, ein bisschen ist, glaube ich, nett gesagt. Nintendo-Fan von Feinsten, also sprich Mario, Luigi, Zelda, Kirby, Donkey Kong, Pokémon.
Das bekommt ihr hier immer wieder mal zu sehen, egal ob alt oder neu. Und natürlich auch das, was ich sonst so gerne zocke. Aber meistens sind es eben diese Spiele, die mich halt am meisten reizen. Joa. Und hoffe, es wird euch hier gefallen. Und ich fall gleich in die Lava. Also die Voraussetzung hättest du eigentlich noch nicht erfüllt, liebe Vita, wenn ich ehrlich bin. Muss ich jetzt leider auch so sagen. Das wäre sonst ein bisschen unfair den anderen gegenüber. So, du Fetz. Da war die Strecke zu Ende. Da ist ein Loch gewesen. Und ich hab's nicht gesehen. Mir fällt jetzt erst gerade auf, dass die Scheiße ja spiegelverkehrt ist. Deswegen fahre ich so komisch. Das ist jetzt übrigens nur eine Ausrede. Nur mal eben so zur Info. Das ist nur mal eben so eine Ausrede. Ui, das war knapp. Das hätte jetzt ganz böse enden können. Dann fahr doch nicht ins Feuer. Bist du des Wahnsinns. So, weiß ja nicht was. Nein, da war die Strecke zu Ende. Es ist Spiegelverkehr, Drake. Es ist nicht die Originalstrecke. Ah! Normalerweise wäre das jetzt kein Problem gewesen, aber da ist die Strecke ja nicht. Okay. Das gibt Punktabzug. Und zwar ganz gewaltigen Punktabzug. So, wer von meinen Yoshis wäre denn heute dabei? Nur mal eben schon mal, damit ich weiß, wie viele Leute schon dabei sind. Ob es sich schon lohnt, den Raum aufzumachen. Chiara's Leaf, moin. Ja, ist das nicht toll? Da sieht man doch gleich, wie beschissen ich eigentlich fahre. Aber wisst ihr, ich weiß, dass Spacki auch nicht besser fährt. Hoffe ich jedenfalls, sonst wird's peinlich. Erstmal Spacki dissen. Ja, ja. Und für diejenigen, die hier neu sind, wenn ihr Fragen zu meinem Content habt und so, einfach fragen. Ich beiß auch nicht. Sonst einfach in die Panels gucken. Da steht auch alles drin. Brumm, brumm, brumm. Ja, heute habe ich richtig Lust auf Mario Kart. Das merke ich. Bin ja ein bisschen auf Entzug. Achso, Marina, wenn du mir nachjoinen willst, du brauchst im Hauptmenü einfach nur auf Online-Turnier gehen und dann auf Freunde. Dann müsstest du mich eigentlich sehen mit einer kleinen Rennfahne und wenn du dann da drauf klickst, kommst du zu mir hier in den Raum rein. Weil noch fahre ich, wie gesagt, regional, bis dann wirklich genügend Yoshis dabei sind, dass es sich dann lohnt, einen Raum aufzumachen. Weil nur zu zweit in einen Raum, ja, das ist, ja, scheiße. Ach, die Miezekatze hat sich auch schon reingeschlichen, okay. Er macht es sich nicht mal bemerkbar, die Mizi. Ich glaub's ja wohl nicht. Ich glaube, der muss sich wieder die Katzenminze wegnehmen, habe ich so das Gefühl. Der muss ich wohl erst wieder die Katzenminze wegnehmen. Geh mir aus dem Weg. Oh, der kommt aber ganz schön gefährlich nah mit diesem Stern. So, freie Fahrt mit Marzipan. Aber wie mir scheint, wir haben Mario Master, wir haben Roman, wir haben Marina. Ich glaube doch, ich glaube, ich könnte gleich den Raum aufmachen. Sprich, lasst mich das Rennen eben zu Ende fahren und dann mache ich dann den Freundschaftsraum auf. Sprich, Marina, warte noch, bis du nachjoinst. Und dann legen wir gleich los. Weg da. Mizi, komm doch mal her und lass dich rasieren. Ich habe auch einen Lolli für dich, aber nur als Ablenkung. Piu, piu, piu. Ah, das war keine gute Idee. Ah, und ich weiß noch. Muss ich jetzt warten? Warte noch eben ganz kurz, weil ich muss jetzt mal eben in den Raum wechseln. Weil, wie gesagt, wir haben ja Roman, wir haben Mario Master. Und es werden ja noch ein paar Yoshis hoffentlich noch nachkommen. Ich meine, Bescheid wissen sie. Wenn sie nicht kommen, haben sie natürlich selber Schuld. Dann kann ich denen auch nicht helfen. So, dann wollen wir mal das Räumchen verlassen. Und sagen, sieh zu mit der Ladezeit. So. Dann machen wir doch mal
Ein Räumchen auf. Natürlich mit meinem Yoshili. Meine üblichen Einstellungen. So, jetzt könnt ihr mir gerne nachjoinen. Dann wollen wir mal schauen, wie viele Yoshis mitfahren wollen. Ja, wenn man die ganze Zeit Mario Kart spielt. Ich kenne dein Problem, Roman. Ich lasse auch immer ganz in Gedanken ganz gerne die Bremse dann plötzlich. Oder die Finger vom Gas, weil ich dann denke, es ist schon vorbei. Also, ich verstehe dich total. Na? So, jetzt müsstest du mich eigentlich mit einem Rennfähnchen sehen, Marina. Und wenn du dann da draufklickst, solltest du jetzt eigentlich hier in diesen Raum reinkommen. Ah, Mario Master ist auch schon da. Sehr schön. Warten wir noch eben auf den Rest. Das ist, glaube ich, Marina, die da reingekommen ist. Und die böse, olle Miezekatze. Ist noch ein Yoshi auf dem Weg, damit ich Bescheid weiß. Nicht, dass ich gleich das Rennen starte und dann will da doch gerade jemand nachjoinen. Traut euch ruhig. Du bist schon da. Sehr schön. Das höre ich doch gern. Gut, aber offenbar scheint hier gerade niemand anderes noch nachzukommen. Dann können wir ja schon mal die erste Runde starten. Was machen wir denn? Ich würde sagen, wir machen erstmal Standardrennen. Wie immer, 6 Rennen. Natürlich mit NPCs. Und dann lassen wir mal die Reifen qualmen, würde ich sagen. Aha, da kommt er ja wieder. Ein bisschen spät. Margus, meine kleine Zuckerbübchen. Danke für deine Hosting. Also wenn noch jemand mitspielen möchte, einfach Bescheid sagen. Sofern ihr dann die Voraussetzung erfüllt, dürft ihr dann auch sehr gerne mitmachen. So, dann wollen wir mal. Okay, wir fahren jetzt erstmal auf den Bauernhof und machen dort ein bisschen Urlaub. Lasst die Kühe stehen, die haben euch nichts getan, nur so zur Info. Und dann wollen wir mal das erste Rennen spielen. Das Tolle ist ja, Marina, auch für dich mal eben als kleine Info. Wenn das Rennen vorbei ist, du kannst nach jedem Rennen mit Y deine Kombination wechseln. Also wenn du zum Beispiel merkst, das Auto gefällt dir nicht oder das Motorrad, dann kannst du das jederzeit umtauschen nach jedem Rennen. Hast die Zeit übersehen. Aha, hat mich schon gewundert. Normalerweise lässt du dir doch Mario Kart nicht entgehen. Und da fährt sie, die Cool Easy. Interessantes Gefährt, was du da hast. So. Weg da. Wollte sagen, wer auch immer mich da gerade mit einer Red Shell abschießen will, lass es. Wenn dir dein Leben lieb ist. Oh, Mario Master, komm doch mal her. Nur ein Stückchen, ich tu dir auch nichts, versprochen. Hat der ein Schwein? Hat der ein Schwein? Der kleine Sack, der. Glaub's ja wohl nicht. So. Ich kriege dich, ob du willst oder nicht. Nee, die kannst du behalten. Ey, so schnell war ich gar nicht. Der war viel schneller als ich. Los, gib mir deinen Schattenwind. Ich bin dann mal weg. Wäre ich fast in seine Bananenschale reingefahren. Erster! Muss das ja noch ausnutzen, dass Markus noch nicht da ist. Boah, hast du dich aber gut gehalten, meine Liebe. So schlecht fährst du gar nicht, wie du immer sagst. So, was nehmen wir denn? Achso, hier siehst du das ja, Marina. Da steht ja extra Y mit so einem Autozeichen. Wenn du dann nämlich Y drückst, kannst du nämlich hier alles wieder abändern.
wenn dir die Kombo nicht gefällt. Ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt mal was Königliches. Ach, und da ist er auch schon, der Markus. Da ist er auch schon. Da kommt er schon angeflitzt. So, wollen wir mal schauen. Welche Strecke kommt dran? Was habt ihr gewählt? Okay. Hat sich Sunny also wirklich damit angesteckt, mit Diddy Kong Racing? Ich muss es echt mal irgendwann mal nachholen. Ich merke das schon. Ich merke das schon. Brumm, brumm. Extra nur um Marina zu ärgern, weil die hasst das, wenn ich das mache. Ja, ich habe schon gehört, dass Diddy Kong Racing ganz schön schwer sein soll. Ich habe es, wie gesagt, nie gespielt. Tatsächlich, das ging total an mir vorbei damals. Oh, Mann, bleib mal stehen. Ey, Markus, du Lappen, du. Ach, guck mal, wer fährt denn da vorne? Da fährt ja meine beste Freundin. Wäre es jetzt gemein, wenn ich hier was von den Latz knalle? Nein, ne? Mondstein, flieg und sieg! Mondstein! Jetzt lass dich doch treffen, Mensch! Toll, wer hat meinen Mondstein kaputt gemacht? Roman natürlich. War bestimmt Roman, 100 pro. Irgendjemand muss jetzt Schuld haben und ich habe beschlossen, Roman hat Schuld. So, Platz da! Und Hallöchen, HD-Fox. Sag mal, hast du eigentlich auch Mario Kart, HD-Fox? Hab dich ja bisher noch nie bei den Community Days dabei gesehen. Markus! Los! Runter mit dir! Der lässt sich aber auch nicht treffen, der Kerl, ne? Markus, komm schon! Das bisschen Feuer... Hast du denn mal Bock mitzufahren? Weil du bist ja auch schon so lange dabei, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass du jemals bei einem Community Day mitgemacht hast. Außer höchstens, glaube ich, einmal bei Mario, Party. Wo kommst du denn schon wieder her? Hat irgendjemand gesagt, dass du herkommen sollst? Ha! Markus abgesniped! Sehr schön! Tschüss, Markus! So, du bleibst mal stehen. So schnell war ich jetzt auch wieder nicht, dass man mich noch zum Ende blitzen muss. Darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, das musst du wissen. Also du bist herzlich eingeladen mitzumachen. Du müsstest mich ja in der Freundschaftsliste, glaube ich, haben, wenn ich mich richtig erinnere. Wie gesagt, ist Community Day. Wenn ihr nicht mitspielen wollt, ist das euer Problem. Was haben wir denn hier noch für schöne Strecken? Ich wäre erstmal für mein Ninja Dojo. Tja, hättest du das mal gemacht, Markus. Hättest du das mal gemacht. Hättest du das mal getan. Aber hinterher bist du ja immer klüger, weißt du doch. Hast du vielleicht Bock, mir im Voice Gesellschaft zu leisten, lieber Markus? Damit ich dich wieder so schön ärgern kann. Hab dich ja schon eine Weile nicht mehr dabei gehabt. Oh, nicht zu sehr. Aua, was soll das denn?
Markus, warum tust du das? Was habe ich dir getan? Ich meine, gut, ich habe davon eine Banane vor die Füße gelegt, aber trotzdem. Kein Grund, gleich so grob zu werden. Da sehe ich eine schummelnde Miezekatze. Da sehe ich ja eine böse Miezekatze. Ey, das waren meine Bananen. Kauft euch gefälligst eigene. Also bitte. So was Unhöfliches. Roman. Och man, warum hast du eine Green Shell? Ey. So, Mario Master, was wird das denn hier, wenn es fertig ist? Hä? Willst du frech werden? Hm? Der wird schon wieder frech. So, Mann, jetzt reicht's aber. Hier, komm her. Wir hatten ja eben schon den Smash das Vergnügen. Hier hast du eine Knabberpflanze. Ja, das Turnier beim Spacki war schon witzig. Ich habe zwar jämmerlich auf die Fresse gekriegt und bin gleich in der ersten Runde raus gewesen, aber es war lustig. Na, wen haben wir denn da? Die trifft nicht mich, das kann mir egal sein. Achso, Vorsicht, Bombe! Nur leider ist sie nicht so geflogen, wie ich es wollte. Sag mal, das ist Umweltverschmutzung, was du hier machst. Das macht man nicht. Hat man dir das nicht beigebracht? Man wirft seinen Müll einfach in die Mülltonne. Und schmeißt den nicht einfach auf die Strecke. Also bitte. Schade. Schade, schade, schade. Ich habe noch gehofft, dass es ihn trifft. Na gut. And the sexy fucking princess, bitch. Die Princess kann da auch nichts für. Bitch, 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 the sexy fucking princess. Ooh, move your body, bitch. Ooh, move your body, bitch. Ooh, move your body, bitch, the sexy fucking princess. So, Markus, wenn du willst, kannst du gerne nachjoinen. So, und ich möchte immer noch mein Ninja-Dojo haben. Ich sag jetzt mal nicht, dass ich schon längst hier drinnen bin, aber hi. Hi. Ich sehe es ja nicht, ich habe ja momentan nur die Dingsen, ach, den ja, Browser. Stimmt. Weiß schon mal. Ja, ja. Du Sack, da kann man zu schön lurken. Hättest du nicht einfach die Ratchet vorhin fressen können? Nein. Aber warum? Markus, die war mit so viel Liebe für dich. So viel Liebe. Danke, dass ich mir zu viel liebe schon wieder. Tch. Er beschwert sich auch nur in einer Tour. Und der HD-Fox ist dazugekommen. Sehr schön. Da redet der Richtige. Was soll das denn heißen, hä? Das weißt du ganz genau. Nein, ich weiß gar nicht, was du meinst. Fühl mich überhaupt nicht angesprochen. Ich sag nur Smash und gestern. No! Wenn man das überhaupt als Smash noch bezeichnen durfte, was da gestern abgegangen ist. Das ist nicht einmal Stream. Confirm erlaubt. Nicht wirklich. Aber das ist ja auch das Gute an den Privatsachen. Ja. Nein, bleib ich nicht. Schon gar nicht für dich. Ich bremse nicht für schummelnde Ösis. Und für dich erst recht nicht. Höchstens, wenn ich noch was habe, was ich dir vom Kopf knallen möchte. Dann können wir darüber reden, dass ich mal für dich stehen bleibe. Du weißt, es ist diese Map. Hm? Du weißt, was wir in der Map hier gerade fahren. Ja, Mario Kart Tour. Ja. Und? Willst du mir damit irgendwas sagen? Ja. Na, was denn? Find's raus. Du. Also ich... Moment, wo ging's denn da hin? Oh, achso, da ging's gar nicht lang. Ups.
Und das nutzt der Mario Master natürlich wieder schamlos aus, ne? Okay, das mache ich nicht nochmal. Lucky, du hast einen gesoffen oder wo willst du mich ganz hinschieben? Ich finde die Strecke so hübsch, ey. So, Schadensbegrenzung. Schadensbegrenzung, aha. Nein, wieso? So schnell war ich gar nicht. Markus war viel schneller, als ob ich zu langsam bin, um darüber zu kommen. Als ob. I believe I can fly. Scheiße. Stopp daneben ist auch vorbei. Nein, wieso springe ich? Ich weiß, dass ich doch jedes Mal aus dieser Scheißkurve rausfliege, ne? Aber offenbar war ich nicht alleine damit. Offenbar ist da noch jemand aus der Kurve. Ich das noch geschafft habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das noch geschafft habe. Kann ich ja auch nicht sagen. Ich weiß ja nicht, was es war. Ich weiß ja nicht, was es war. Nee, das ist meine absolute Hass-Map hier. Aber wieso? Die ist doch toll. Nee. Doch. Absolut nicht. Die ist voll geil. Die ist so toll wie für dich, Cooper Großstadt auf 200. Ist in Ordnung, aber. Das wär's auch. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die Wolkenpiste. Schön mit flauschigen Wolken spielen. Dann sagen wir halt auf 300. Was ist denn 300? Bist du bescheuert? 200 ist schon so schnell. Ich glaube, auf 300 würdest du hier nicht mal eine Kurve mehr schaffen. Tricky. Nee, aber ich komme mit dieser Map nicht klar. Tja, dann musst du sie wohl noch ein bisschen üben. Du Mario Kart Profi. Ich habe mich nie als Mario Kart Profi betitelt. Nein, fährt aber permanent Platz 1 und so. Redest du von mir oder von Spirell? Ja, gute Frage. Ich glaube, du verwechselst doch was. Meinst du? Ja. Mach dich mal hier nicht so dick! Ich sagte das verkohlte Yoshi. Was heißt der verkohlte Yoshi? Ich bin einfach nur so schwarz wie meine Seele. Nein! Ja, rabenschwarz. Verbrannt. Okay, ja, die Fox fährt aber auch eine interessante. Ui, die wird nicht geschubst. War das deine Bombe? Nein. Du dreckiger Mist, sag du. Allein schon für diese Lüge. Okay, Marina fährt aber auch eine interessante Kombo. Da schubst sie mich auch noch. Ich glaub's ja wohl nicht. Sag mal, Große, so geht das aber nicht hier, ne? Schubst die mich eiskalt beiseite. Ich glaub's ja wohl nicht. Ich glaub, wir müssen hier wohl gleich mal die Hakengeschütze auffahren, wa? Meinst du? Ja, meine ich. Allein um dich, gemeingefährlichen Yoshi, von der Straße wieder runterzuholen. Oh, Roman, du Hund, du. Hat er dich abgeschossen, oder was? Hast du gut gemacht, Roman. Hab da was für dich, Markus. Tschüss. Du abstoßendes, widerwärtiges Yoshi! Raschu! Hat er verdient. Ich habe eh schon ein Rennen weniger. Oh, wie schade. Wärst du mal pünktlich gewesen. Angeber. Ja, ich gebe jetzt voll an. Ich bin voll der geile Mario Kart-Spieler und ihr könnt alle gar nichts, ne? Timmy-Modus an. Ach ja. Ja. Machen wir mal Zufall.
Irgendwas Hübsches wird da schon rauskommen. Oh, und wir kriegen noch mehr Gesellschaft. 3, 6, 8. Hui, 8 Yoshis. Bah, dann ist es ja, wird's ja gleich mal Zeit für ein paar furiose Rennen. Kann ich auch nicht. Ach, alles gut, Marina. Alles gut. Aber du hältst dich gut. Gleich wird's noch besser. Gleich gibt's noch die richtig fiesen Items. Da kannst du richtig schön aufräumen mit. Jeder muss mal irgendwo anfangen. So, wer ist noch dazugekommen? Ah, hier! Spacki! Spacki und mein kleines Feuerzeug sind dazugekommen. Also, wenn Spacki Bock hat, ins Voice dazuzukommen, muss er das nur sagen. Dann gebe ich ihm gern die Rechte für den Raum, dass er hier reinkommen kann. Und jetzt werden wir ja sehen, ob Spacki wirklich so schlecht ist in Mario Kart, wie ich gerade gesagt habe. Ah, nein! Okay, Glück gehabt. Das ist gut, Drake. Ach, warst du das etwa? Nö. Warum glaube ich dir nicht? Hallöchen, Deini. Vielleicht, weil ich Erster bin. Vielleicht, weil ich dir einfach generell alles Schlechte zutraue, weil es ja auch zu 90% der Fall ist. Ja, weißt du, ich habe dich schnell überrundet und habe dich dann von hinten abgeschossen. Ja, glaube ich dir sogar. Komm noch für die ersten 10 paar Sekunden. Da ist ein Spacki. Tschüss, Spacki. Jetzt ist der schon wieder hinter mir. Naja, wir sind genau genommen 2 Yoshis hinter dir. Der olle Spacki ist nämlich auch dabei. Ja, und hat die. Hast du mich gerade versucht, mit einer Banane zu snipen, Freundchen? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Sag mal, Spacki. Ich glaube, wir zwei müssen uns mal wieder unterhalten, ne? Hab ich doch eh vorhin erst gerade gemacht. Ich weiß. Ist schon wieder so lange her, oder? Ja, viel zu lange. Spacki hat wieder zu viel Freizeit gehabt. Weiß doch, der wird dann immer so frech. Und bezeichnet andere als frech. Dabei ist er der frechste von allen. So, piu, piu. Und wenn sie nur als Querschläger trifft, das reicht mir auch schon. Warte. Tschüss, Spacki. Ach toll, er ist ja gar nicht abgestürzt. Wie schade. Ich glaube, die behalte ich mal lieber vorsichtshalber. Ich traue euch da vorne, da hinten nicht so ganz. Nein, wieso? So viel dazu. Ey, so schnell war ich gar nicht. Doch, warst du. Verzieh dich, ich sehe dich schon bereits hinter mir. Geh weg. Das glaubst du? Markus, musst du dich jetzt gerade dazwischen drängeln? Ja. Ich wollte doch aber Spacki abschießen. Spacki! Hey, wir teilen uns die gleiche Farbe, von daher. Pa! So, mal ganz kurz gucken, wo ist mein... Wir sind Farbbrüder. Ah ja, interessant. Interessant. Irgendwie finde ich Spacki gerade in meiner Liste nicht. Oder ist der offline? Bin ich jetzt blind? Spacki, wo bist du? Ah, da ist der Spacki. Da ist er ja. So, dann geben wir ihm auch gleich mal die Live-Rolle. Achso, die hat er sogar noch. Süß, dann kannst du einfach so reinjoinen. Du bist Eis essen? Oh, du Hund. Lass es dir schmecken. Ja, lass ich mir. Oh Gott. Oh Gott, war das laut. Oh. Moment, ich muss... So. So, Hallöchen, ihr zwei. Hallöchen. Hoffe, Spacki ist gut zu hören. Falls er zu laut ist, müsst ihr mal eben Bescheid sagen, weil dann muss ich ihn nochmal runterdrehen. Ich habe ja das Problem, immer noch das Problem, dass ich das hier über die Dingsen-App machen muss, über die Browser-App. So. Gut, dann würde ich sagen, dann packen wir... Ich habe gedacht, bevor unser Essen gleich kommt, habe ich gedacht, kommen wir nochmal dazu. Ja, das ist doch nett. So, dann machen wir mal furiose Items. Lassen wir den Spaß doch mal richtig beginnen. Ja. Ich habe gehört, Spacki möchte ein paar Bomben fressen. So. Soll ich übrigens von meiner Mama sagen, der Feind sieht und hört mit. So. Levin im Zufall. Aber es ist schön, dass du mich gerade die ganze Zeit wieder fokussen wolltest. Das würde ich nie machen.
Nein, ist ja nicht so, dass ich die letzten 5 Minuten im Stream mitzugehört habe. Aber Sparky, danke, dass du das Ablenkungsmanöver spielst. Spacki, ich würde dich doch niemals über die Piste jagen. Und ich will auch nichts Schlechtes für dich. Nachdem Markus heute mit Eisbeulen nach Hause musste. Hallöchen, Kevin. Ich bin happy, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Wollte sagen, du bist weitergekommen als ich. Sei stolz drauf. Du hast uns beide würdig vertreten. Ich kann die Strecke nicht. Nein, hier gibt's keine Windlandpunkte. Schon gar nicht für dich. Das ist meine Lieblingsstrecke. Was denn? Ich werde nie verstehen, was ihr an dieser Strecke so toll findet. Die hat jede Menge schöne Kurven. Das haben andere Sachen auch. Ah, Wettstein. Da ist ja ein Spacki. Gehen Sie bitte weg. Okay. Ey! Das war nix. Mal hier, Spacki. Das ist kein Problem, das hol ich auf. Hol's auf? Dann ist ja gut. Dann hast du ja auch nichts gegen, dass ich das gemacht habe. Ja, eben. Dann ist ja gut. Ich weiß da jetzt nicht, wer Erster ist, aber ich habe für die Person etwas. Etwas ganz Wundervolles. Zwar. Bist du gerade gegen die Wand gefahren? Ja, bin ich, ja, ausgesehen. Wer ist der Erste? Markus. Das ist nicht richtig. Doch, trifft genau den Richtigen. Nein. Trifft genau den Richtigen. Scheiße. What the fuck war das gerade? Och, mir geht's soweit ganz gut. Hoffe doch dir auch. Wie du siehst, haben wir hier gerade ein bisschen Spaß. Von innen gesehen. Oh Gott. Jetzt muss ich aber mal hier ein bisschen Gas geben. Du doch nicht. Doch. Nur um dir wieder am Arsch kriegen zu können. Nein! Oh, hallo, so schnell war ich nicht. Markus ist immer noch schneller als wir alle. Stimmt doch nicht. Stimmt ja wo. Ey! Was soll das denn hier? Da schubst mich irgendwas. Ach, Altmetall-Peach. Altmetall-Peach. Man kennt sie. Ja, jeder kennt Altmetall-Peach. Feuerhagel! Eieiei! Na toll, wer auch immer das gerade mit der Green Shell war, musste das sein? Das ist toll. Yoshi, das ist an den voll aufs Rauch gekommen. Ich bin 12. nur, das sagt alles über meine Fahrkünste aus. Deswegen hat sie auch noch keinen Führerschein. Das war jetzt aber gemein, Spacki. Dass ich mir nicht leisten kann. Kura, du weißt ja, er schläft tief. Freiwillig auf, keine Sorge. Du weißt doch, er schläft tief. Ja. Das war deine Grünschnelle, ja, wieso? Wieder auf dem Boden pennen. Wie, was ist denn aus der guten alten Couch geworden? Ich hab die Katzen in Beschlag genommen. Oh, ja gut, okay. Dann hast du natürlich die Arschkarte. Dann werden sie von der Couch runtergejagt. Nö. Lieber schlecht schlafen, als die Katze zu wecken. Ja, gibt's ein Problem. Dann werden sie unter mir begraben. Dann du. Geht sie schon runter. Also wir wissen schon mal, Markus mag keine Katzen. Der schläft trotzdem auf dem Boden. Doch, aber die Katzen haben hier nichts anzuschaffen. Was ist das für eine Strecke? Die ist doch toll. Ein schöner Klassiker. Das ich krieg von uns morgen wieder um der 12. Und sie ist positiv. Da kann Kura nicht runterfahren, fallen. Sie kann höchstens in den Gegenverkehr rasen. Es gibt eine Möglichkeit, runterzufallen, Drake. Echt jetzt? Das ist ja. Elvis, das ist mein Fuß. Elvis? Aha. Da klingt gerade so, als ob der Katzensaboteur wach ist. Bitte. Tja, dann brauchst du wohl so eine wohlerzogene Dame wie meine. Fuß. Meine ist wohlerzogen. Meine beißt mir nicht in den Fuß oder so. Ich rede nicht von deiner Katze. Nee, die beißt den Finger dafür. Pse. Ich bin auch wohlerzogen. Was danach passiert ist, war eine andere Geschichte. Wohlerzogen.
Ich wurde wohl erzogen, nur irgendwann wurde ich erwachsen und kam aus dem Einfluss meiner Mutter weg. Okay, was ist der Auftrag dieser beiden Red Shells? Schade. Wer weiß. Ja, ich frage mich auch gerade, die sind irgendwo nach... Hi! Was sagen? Südafrika unterwegs. Wer schubst denn hier schon wieder so? Sparky? Piu! Ja. Hast du gedacht? Komm mal her, komm! Ah, nee, ich bin weg! Ich bin ganz weit weg! So schnell war ich doch gar nicht! Offenbar schon. Ich möchte mal wieder groß werden, hallo! Guck mal, Feuerzeug! Wer hat dir erlaubt, mein Item zu klauen? Hier, friss! Du Penner! Ich hab dich auch lieb! Ja, selber schuld, was klaust du mir auch einfach meine Items? Oh, die Green hat mich getroffen. Was, die Greenie? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme nicht wirklich voran. Ah, da ist ein HD-Fox. Hilfe, viel zu viele Sachen, die mir im Weg sind. So schnell war ich nicht. Wieso werde ich schon wieder geblitzt? Komm schon. Wie unfair. Das einzige Ziel, was ich habe, ist Fort Grace. Interessant. Also, Verschwörung von Spacki, okay. Ja. Shame on you. Sagt der vorhin in Coopers Großstadtfieber mit den drei Greens direkt auf mich zufährt, um mich zu erwischen in der Kurve. Das würde ich nie machen, das sind ganz böse verleugnerische Gerüchte. So, Markus. Ja doch, Regenbogen. Ja. Was meinst du, eine Runde Kreisverkehr? Oh, oui. Kreisverkehr. Mal gucken, wie viele Leute gleich wieder verwirrt sind. Le Kreisverkehr. Le Baguette Drink. Okay, was? Okay, ich mach mit. Ich mach auch mit. Den Spaß gönn ich mir. Will ich's wissen? Du wirst es gleich auf der Minimap sehen. Ja, dass die beiden eine tiefer gehende Freundschaft haben, das wissen wir alle. Hui! Hey, du fährst die falsche Richtung, Drake! Ich weiß, hab ich auch nicht. Diesen Kreisverkehr. Ich hab die auch schon verpasst. Das muss einfach sein, bei jedem Kreisverkehr einmal in die Runde. Das ist schon so ein kleiner Insider hier geworden. Das ist ja nicht schlimm. Ich sag, ich bin wieder vorne. Ja, das Ding ist, es schuld daran war Markus selber, weil Markus hat sich verfahren und ist dann irgendwie im Kreis gefahren. Ich hab mich die ganze Strecke total verfahren. Da bist du nicht alleine. Mein Vorteil war ja, ich kannte die Strecke ja schon aus Mario Kart Tour. Dementsprechend wusste ich ja, wo es lang geht. So, Markus, nächste Runde? Hä? Oh, du Spielverderber, haust schon wieder ab? Hast du aber nichts gesagt dazu. Ja, ich dachte, du machst mit. Hä? Ich dachte nur in der ersten Runde einmal. Ach so. Ich dachte, ihr macht das mehrfach. Nee. Ach so. Davon hast du nichts gesagt. Die Jugend von heute, Zeit verlassen. Vorsicht, Bombe! Boom, Baby. Oh Gott, ich fasse Kurven. Ja, so ist brav, Knappen. Ach stimmt, in der dritten Runde kannst du das nicht mehr. Wieso? Warum seid ihr so herzlos? Weil wir es können. Ja, dass du herzlos bist, das weiß ich ja schon. Ja. Das ist ja nichts Neues. Da ist ein Spacki. Ich komme! Naja, leider nur nicht schnell genug. Wer auch immer das mit der Red Shell ist, verzieh dich. Oh, Spacki! Oh, Mario Master, Alter, bleib doch mal stehen! Ciao, Spacki! Ja, ich hab meine Hupe zu früh gezündet. Ich hab's gesehen!
Ich bin noch auf 200 eingestellt. Auf 200? Ach, du, keine Sorge, 200 kriegst du auch noch. Egal, 600 Platz ist okay. Ach, Kura, du willst es doch auch, du weißt es nur noch nicht. Du weißt es nur noch nicht. Eigentlich war ich ja in den letzten 12 Wochen relativ weit vorne und dann meint alles, was genau auf mich geht. Ihr verwechselt die Yoshi-Farben, ne? Pink hat euch nichts getan. Das halte ich für gut. Ich wollte sagen, das ist Kura. Die hat uns immer was getan. Frick! Komm schon, fall nicht so in den Rücken! Das bist du mir letztes Mal auch, so! Isaiah, ich freue mich schon, euch beide persönlich zu kennenzulernen. Ey. Oh, das wird lustig. Oh, ja. Schwarze Yoshi. Immer dieses fiese, schwarze Yoshi. Ich bin nicht fies, ich bin nur leicht bösartig. Ja, das reicht doch schon. Welcher Rose? Gibt es denn noch jemanden aus der Community, der denn gleich bei dem nächsten Grand Prix mitmachen möchte? Dann meldet euch doch mal. Wie gesagt, sofern ihr die Voraussetzungen erfüllt zum Mitspielen, dürft ihr sehr gerne mitmachen. Dann bekommt ihr auch meinen Freundescode. Voraussetzung ist nicht so hoch, wenn ich dabei sein darf. Nö, allzu hoch ist er auch nicht. Und ich habe mich nur aus Mitleid mitmachen lassen. Oh, ich hab... Nennt sich Mitleidsbonus, Spaghi. Alter, sag mal, was ist denn jetzt hier los? So, jetzt brauche ich erstmal ein paar Münzen hier. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Stunden du schon... Hilfe! Ich hab Angst! Sag mal, Spacki! Ja? Danke, Kura! Alter! Was macht ihr da hinten, bitte? Spaß! Es macht Bums, Blisch, Splash! Alles geht kaputt! Du hast ja keine Lust mit uns zu spielen, du fährst ja lieber irgendwie irgendwo am Arsch der Welt! Ich war grad noch Zweiter. Bin ich Achter. Kommt mal ran hier auf einen Meter. Ja, würden wir ja gerne. Tritt doch einfach mal auf die Bremse. Ja, da muss mal einer hin. Sorry, die Taste ist bei mir leider kaputt. Ja, keine Ahnung. Ja, geht einfach gut. Die Y-Taste klemmt leider. Kommt mir so bekannt vor. Na, immerhin noch Zweiter. Das müsste Renntaste. Ich wollte sagen, genau. Man bedenke die Renntaste. Drake, ich meine dich damit. Ja, ja, du mich auch. Mr. Renntaste, nicht loslassen. Das heißt aber noch Captain Renntaste. So viel Zeit muss sein. Und Spacki, du kannst ja prüfen, Ausrufezeichen timen und dann weißt du, wie lange du schon dabei bist. Ja, alles gut, der Renntaste brauchst. Brauchst du nicht, ist bezahlt. Achso. So, für den besseren Unterschied. Tja, da ist der Mario Master gegrillt worden. Wie viele Runden sind das pro Grotti? Mario, du Schießbudenfigur, komm und lass dich grillen! Drake! Was denn? Spacki hat dich was gefragt. Hat er? Sorry, hab ich nicht mitbekommen. Wie viele Rennen pro Compris? 6. Ah, okay. Dann machen wir die beiden Rennen mal mit und dann essen wir erstmal kurz. Jo, mach das. Brumm, brumm, brumm. Ja. Aber gute Frage. Hätte Spacki die Voraussetzung, wenn er jetzt nicht gerade Streamer-Kollege wäre, mit dem ich schon so oft gequatscht habe, schon erfüllt? Fragen über Fragen. Ein Ausrufezeichen-Time von Spacki und wir wissen es. Guter Drake, schlechter Spacki, was? Ja, so ungefähr. So, jetzt kann man uns nicht mehr verwechseln. Demnächst spielen wir ja jetzt ja endlich gute Yoshis, schlechte Yoshis. Ich soll irgendein Spacki muss seine Medikamente. Die bringen auch nichts mehr, Kura, glaub mir. Die bringen auch nichts mehr.
Ja, ist. Ja, ja, das ist sehr gut. Ich hab ihn einfach mal fast gekauft. Ach so. Sache der Elf ist aber nicht drin. Hm. Oh. So. Wer möchte meinen Mondstein fressen? Wir sind selber. Nein. So. Da klaut die mir das Item von der Nase weg, die olle Kura. Ich glaub's ja wohl nicht. Also Feuerzeug, darüber reden wir aber nochmal, ne? Ja, darüber reden wir aber nochmal, du. Ja, ist okay. Ich komme, Spacki. Ich komme, um dich zu holen. Wesenheit recht, Drake. Hier, Spacki, ich hab noch einen für dich. Alter, das ist der vierte. Ich bin nur für zwei verantwortlich. Ja, das, woher die anderen kommen, weiß ich nicht. Aber so oder so, du hast es verdient. Ganz einfach. Jetzt guckt euch diesen kleinen... Oh, das habe ich genau gesehen, was du Kura angetan hast. Was? So, Platz da, ich komme! Okay, welcher Kugelwilli war das denn da? Ach, das war HD Fox. Hm. Oh, meine beste Freundin genau hinter mir. Oha, Marina. Nice. Nicer, dicer. Ich weiß, Gott ist besser als ich. Halt die Klappe da. Schweig einfach. Keiner möchte das wissen. Ich würde jetzt ja Mitleid mit dir haben, Kura, aber das wäre gelogen und sowas von geheuchelt. Deswegen mache ich es einfacher. So, Spacki, dann geben Sie mal Time ein. Dann wollen wir mal gucken. Ich springe wieder aufs Fenster. Ich kann nicht mehr. Komm schon, Regenbogen. Oh, Markus, fast 650. Was das? So, und jetzt wird's musikalisch. Und HD Fox nähert sich auch schon der 800 Stunden. Alter, bist du echt schon so lange dabei? Alter. Ey! Knack mal da weg. Ich werde mich dauernd nicht machen. Das klingt so nach Mama Knuddel im Hintergrund. Ja, das könnte sein. Die diskutiert gerade mit Kätzchen. Ah. Oh, Spacki. Du bist doch vor mir gefressen worden. Ich hoffe, die Pflanze hat. Hoffentlich fällst du runter. Warum? Weil er einfach ein gemeiner Sack ist. Ist halt Spacki, was erwartest du? Oh, Drake. Verpiss dich! Kann ich nicht. Doch, kannst du wohl. Bremst einfach dann ab und geh mir. Ach nö, werden schon wieder die blaue Handbremse geschickt. Was? Das verdient, Freundchen. Karma, mein Freund. Ich hab aber Pilz. Willst du mich verarschen? Du bleibst gefällig stehen. Warum hast du dich den Körper getroffen, Mann? Du elender Schummelösi. Ich glaub das ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht hier. Verpiss dich. Ich hab gesagt, verpiss dich. Oh, Moment, das hat also. Sorry, das hat den Falschen getroffen. Eigentlich sollte das Spacki treffen. Aber Markus ja, war ja mal wieder so gierig. Sagst du jetzt wieder? Kann ich was dafür, wenn du wieder so gierig bist? Was kann ich dafür, wenn du ein Ziel wie eine Kuh beim... Ja, komm. Ja, Markus? Wie eine Kuh beim Scheißen? Ah ja. Wer ist das hier mit dem Mondstein? Ich war doch sagen, bestimmt es wieder Mario Master. Piu! Achso, piu! Was? Hallöchen, Michi! Nein! Boah. Das war aber knapp! Das war auch knapp! Das war sowas von knapp! Ach ja, Markus! Mondstein, flieg und sieg! Nein! Doch, komm her! Nein. Ach, Manno! Was soll denn das hier? Ich hatte einen Mondstein, der war extra für Markus reserviert! Ich bin wegen dem Kacken jetzt runter in den Spalt! Nein, ich hab keinen Item erwischt! So, wen auch immer das trifft, es trifft den richtigen. Oh, schade.
Hui, 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 hui! Kurz vorm Ziel, gerade noch so an der Green vorbei. Ey, am Ende alles abgekriegt nochmal. Du hast es auch verdient. Ja, bei mir alles gut, Michi. Hoffst du doch bei dir auch? Ich fahre hier gleich los, sag ich, ich fahre mit dem Switch auf dem Fenster. Egal, wir fahren Drake. Das gibt Revanche, Bucky, das gibt Revanche. Ja, ja. Aber ich geh jetzt erstmal was essen. Mach das, lass es dir schmecken. War oder lasst es euch schmecken in dem Fall. Je nachdem, wie lange du noch machst, kommen wir vielleicht nochmal dazu. Bis 20 Uhr, wie immer. Oh, ja, gucken wir nochmal, ne? Jo. Alles klar. Bis dann. Oh, irgendjemand. Achso, nee, das waren die anderen beiden. So, jetzt sind wir nur noch 2, 4, 5. Jetzt hauen sie alle ab. So, dann würde ich sagen, spiegeln wir das Ganze doch mal eine Runde. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat die verdrehteste Strecke im ganzen Land? Oder so ähnlich. Das heißt, ich kann mich ja wieder voll auf Markus konzentrieren. Das finde ich gut. Brauchst gar nicht so schadenfroh da hinten lachen, Freundchen. Ich krieg dich noch. Nach 2,5 Wochen Urlaub. Ah, hast du einen Sommerurlaub gehabt? Moin, Daniel. Hallo, Daniel. Ja, nice. Na, mein Sommerurlaub ist erst Anfang August. Da habe ich 2 Wochen Urlaub, da freue ich mich auch schon drauf. Momentan wäre es jetzt ein dummer Zeitpunkt, Urlaub zu nehmen, wegen den Schulungen und das alles. Was du verpasst hast, ja, eine Stunde Mario Kart halt, ne? Das hast du verpasst. Eine ganze Stunde Mario Kart. Und hast jede Menge Spaß verpasst. Warum darfst du mir erst Platzstart und nicht am letzten? Ganz einfach, weil ich besser bin als du. Besser beim Schummeln. Das stimmt ja gar nicht. Für das Schummeln bist du doch zuständig. Das hat dich schon gerichtet. Ist so. Werde ich auch nochmal eine. Ja, das ist doch eine Idee. Ja, ich habe normalerweise 3 Wochen Sommerurlaub, aber ich habe meine 3. Woche in den Oktober gelegt, weil ich da auch noch ein bisschen Urlaub haben möchte. Boah, und dann habe ich dann im Oktober nochmal eine Woche Urlaub und halt Ende des Jahres, die letzten 2 Wochen vor Neujahr. Da habe ich mir auch nochmal Urlaub genommen. Was mache ich hier eigentlich gerade? Scheiße? Nur so eine Idee? Alter. Daneben. Lern zielen. Achso, Bombe. Ich hab nichts gelernt. Guck dir den Dieter an. Der hat sogar ein Auto und hat's bei Mario Kart geschrottet. Mir geht's so wie immer. Mir geht's gut. Ich hab Bock auf Mario Kart. Ach. Ich kriege auch alles gerade ab. Der, hast du es auch verdient? Hey. Nix, hey, ist so, ey, wir sind hier nicht im A-Club, hey. Hey. Mach mal halblang, Digga. Was willst du? Hallöchen, Adrian. Und danke, werden wir haben. Und ich glaube, HD Fox hat gerade meine Bombe gefunden. Du. Bleibt ihr denn alle? Kann mal irgendjemand die ganzen Autos hier von der Strecke nehmen? Die nerven so ein bisschen. Damit ihr übrigens schon mal Bescheid wisst, ihr Lieben, nächste Woche findet weder der Live-Let's Play Samstag statt, noch der Community-Sonntag, weil ich bin das nächste Wochenende beschäftigt. Da habe ich keine Zeit. Nur, dass ihr das schon mal gehört habt. Sprich, nächste Woche gibt es nur spontane Streams. Also völlig spontan, so wie immer. Aber die festen Termine fallen nächste Woche aus. Aber das überlebt ihr. Gibt ja genügend andere Streamer, wo man noch zuschauen kann. Aber dann wisst ihr schon mal Bescheid. Und wenn ihr es sonst nicht ohne mich aushaltet, ihr wisst ja, wo mein YouTube-Kanal ist. Und falls ihr das noch nicht wisst, da können wir nachhelfen.
Bitteschön, da habt ihr einmal die ganzen Links. Und wo ist Zelda? Markus? Ich hau dich gleich. Du wirst schon wieder aufmüpfig, ich merk das schon. Ich doch nicht. Nein! Wie komm ich denn dazu? Wie komm ich denn dazu? Weiß ich nicht. Das weißt du ganz genau. Nein. Nein. Wird Zeit, dass Michi eine Switch kriegt und Mario Kart. Ne, Michi? Dann können wir dich nämlich auch mal über die Pisten jagen. Tja, Daniel, da kommst du zu spät. Die Princess wurde schon ausgelöst. Aber keine Sorge. Unsere sexy fucking Princess wird sich natürlich auch noch mal die Woche die Ehre geben. Sofern mir nichts zwischenkommt. Und es nicht wieder so mega heiß wird. Dass es keinen Spaß macht zu streamen. Aber dann wird die zickige Princess natürlich zurückkommen. Und nicht zu vergessen unsere kleine süße rosa Knutschkugel. Die kommt ja auch noch dazu. Immerhin wollen wir auch das vergessene Land noch weiter erkunden. Aber fragen wir mal so, was spielt ihr denn aktuell ganz gerne privat für euch? Fangen wir mal mit dir an, Markus. Was ist denn aktuell so dein Spiel, was du zurzeit, ja, als Hauptspiel im Moment hast? Ich? Also ich sehe hier keinen anderen, Markus. Ich glaube, ich muss ein bisschen lauter drin sein. Bin ich etwa so leise? Vielleicht habe ich ein bisschen zu leise gedreht, vielleicht ist auch das Spiel ein bisschen zu laut. Gute Frage. Ja, aktuell nach wie vor Legend of Chaos. Stimmt, das müsste ich auch mal weitermachen. Als Chill-Projekt. Eignet sich am besten dafür. 100%. Ja, dass du wirklich so wahnsinnig bist. Hast du eigentlich die Hauptstory zuerst gemacht und dann den Dex angefangen oder wie oder was? Ja, ja. Sollte ich vielleicht auch mal so rummachen, sonst komme ich irgendwie nie vorwärts. Der macht sich aber auch fett hier, der Mario Master. Haha, getroffen. Oder auch nicht. Sag mal. Versuch's. Da war die Kurve zu Ende. Ich wollte nämlich ganzen Gedanken in die andere Richtung. Ein bisschen Spiegel muss sein. Ich bin so schlecht. Und ich geb dir recht. Halt die Klappe, du wirst nicht gefragt. Hey, was ich reibt, ist immer wahr. Pa! Pa! Oder Z! So. Pa. Ja, hier. Kann ich auch, Freundchen. Hier, für dich. So. Nur weil du keinen Cooldown hast? Ja, ich bin ja auch der Streamer. Überbewertete Privilegien. Überbewertete Privilegien, du mich auch. Du mich auch, Freundchen. Sag mal, der wird hier schon wieder aufmüpfig, der Gerl. Das ist hier nicht zu fassen. Du spielst auch mit, also noch sehe ich dich hier nicht. Noch sehe ich dich hier nicht. Brumm, brumm, brumm. Und Vollgas! Weißt du, wo ich die Strecke gerade sehe? Ich weiß doch, dass ich F-Zero Original für Super Nintendo hier noch liegen habe. Ich glaube, ich sollte das mal nachher ein bisschen spielen. Ich habe meistens nach ein, zwei Rennen sowieso keinen Bock mehr. Aber es ist halt ein schönes Spiel, ne? Ich meine, ich habe es günstig geschossen für 10 Euro. Oh, da hat sie Drake gedreht. Jo. Und Hallöchen, Lunastar.
Du dreckiger kleiner Schummelösi, komm gefälligst wieder her. Du Hund! Du dreckige, mieste Sack, als ob du mir gerade diesen Panzer entgegengekackt hast. Natürlich. Ich glaub, bei dir hapert's ja wohl. Uah. Nee, du, jeder kriegt mir das, was du verdient. Pass bloß auf, dass du nicht gleich kriegst, was du verdient hast, Freundchen, du. Brave Handbremse. Ganz, ganz liebe blaue Handbremse. Die ist aber auch nur so lange lieb, bis sie dich trifft. So, OHD Fox. Das war jetzt, glaube ich, keine gute Idee. Okay, das mache ich besser nicht nochmal. Lisa, wenn noch jemand aus der Community mitspielen möchte und noch keinen Freundescode von mir hat, meldet euch und dann gucken wir mal, ob ihr die Voraussetzungen erfüllt. Nein! Nein! Was habe ich getan? Ah, das tut weh! So ein Rotz! So ein Rotz! So ein Scheiß! Oha, da knurrt dich jemand an. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Mario Master hasst mich jetzt. Findest du? Also, Hallöle. Moment, wer ist da? Der Daniel. Ja, das tut mir leid, Daniel, das ist mein Streamraum. Da kommst du bitte nicht einfach so rein. Entschuldigung. Dementsprechend möchte ich dich bitten. So. Das gibt es nicht. Achso, stimmt, ich habe ihm die Rolle noch nicht weggenommen gehabt, deswegen. Deswegen. So. Oh, guck mal, Yoshis Piste. Yay! Hat glaube ich sogar noch gar nicht. Ja, er hatte leider noch die Rechte gehabt und man jumpt auch nicht einfach in meinen Streamraum rein, ohne vorher zu fragen. Das Privileg haben nur ganz bestimmte Leute und selbst die fragen mich vorher erst. So hört sich's auch. Jo. Ja, ich. Das Ding ist, ich habe auch keinen Bock immer jedes Mal Rechte weg, Rechte ran, Rechte weg, Rechte ran. Das ist einfach halt die Höflichkeit, dass man da nicht einfach reinkommt. Brichst dir auch nicht die Haustür auf. Nur richtig. Weil du das Werkzeug dazu hast. Ich hab einen Schlüssel. Ach, schade, hat nicht funktioniert. Oder vielleicht doch noch? Ja! Ja! Es hat geklappt! Zwar ein bisschen später, aber es hat funktioniert! Querschläger! Rucksack! Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, komm, meine Green! Nein! Böse Green, bleib mir vom Hals! Doch. Nein! Doch. Oh, du dreckiger Mist, sag du! Als ob! Alter! Kann ja wohl nicht wahr sein hier! Ich auch! Da kommt mir irgendjemand mit einem Stern entgegen. Ich hätte auch gern einen Stern. Der deine Name so, gibt's denn noch jemanden aus der Community, der gleich mitspielen möchte? Wie gesagt, einfach melden. Wir prüfen dann, ob ihr die Voraussetzung schon erfüllt, um mitspielen zu dürfen. Und dann seid ihr herzlich eingeladen. Och nö, da kommt schon wieder die Handbremse. Die trifft ja nur dich. Nee, sofort trifft mich noch die Rachel. So. Nein! Nein! Wieso lag da eine Banane? Warum? Gute Frage. Autsch. Du hast keine Switch im Besitz? Boah, das ist ja nicht schlimm, Adrian. Hinzu kommt ist ja auch die Frage, ob du die Voraussetzungen schon erfüllen würdest, Mann! Ich wollte mir den Stern einsetzen, das kommt doch nicht wahr sein hier! Mann! Das kann doch wohl nicht angehen hier! Wer war das von euch? Nein! Oh Gott, ich fahr grad so schlecht!
Aber wie gesagt, Adrian, ich glaube, du würdest die Voraussetzung auch noch gar nicht erfüllen. Ich meine, das kannst du ja ganz leicht rausfinden. Einmal Ausrufezeichen Time. Und dann wissen wir das ja gleich. Was soll ich denn damit? Mit Pilzen komme ich nicht wirklich weit. Nicht bei diesen, nicht bei dieser Schummelbande hier. Ja, siehste, dachte ich mir nämlich schon. Du bist ja nämlich einer der neueren Zuschauer. Du brauchst da noch ein kleines bisschen. Aber schön, dass du schon fast 5 Stunden hier zugeguckt hast. Das freut mich. Ja, aber ohne Switch wird es ohnehin schwer mit Mitspielen. Ja, gut. Aber es gibt ja auch noch andere Spiele, ne? Fall Guys ist ja auch noch da. Das schon, ja. Da braucht er zum Beispiel keine Switch für. Habt ihr auch erst hier vor kurzem gefunden? Ne, das macht ja auch nichts. Der Scully hat dich. Hä? Scully? 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 Hä? What? Wer ist Scully? Irgendwas sagt mir der Spitzname. Mir nicht. Skullkrieger? Nee. Ach, Skull King! Genau. Ja gut, über den kann ich ja nichts groß sagen. Den kenne ich ja nur als Lurker. Mit denen hatte ich ja noch nicht groß das Vergnügen. Aber schön, dass du hergefunden hast. Ja, dann mal eben für euch als kleine Info, ihr Lieben. Die Community hat ja schon darüber ein bisschen abgestimmt. Und zwar Fall Guys, ihr Lieben. Wir haben überlegt, Fall Guys mit in die Rotation aufzunehmen. Sprich, alle 2 Wochen, wisst ihr ja, tauschen wir ja immer die Community Games. Sprich, Mario Kart 8, Splatoon 2, Smash. Und jetzt neu dazugekommen, Fall Guys. Das wurde sich gewünscht. Über Tetris 99's Schicksal wird gerade abgestimmt. Ob Tetris 99 wieder mit aufgenommen wird ins Programm. Das hängt natürlich auch mit von euch ab, wie aktiv ihr da auch mitspielt. Wenn ich natürlich wieder merke, dass es wieder auf dem absteigenden Ast ist, fliegt es natürlich raus. Ist ja klar. Weil ich mache das jetzt extra so, dass wir das immer alle 2 Wochen machen. Welcher Sauhund war das? Weil wir haben ja auch noch ganz spezielle Community-Projekte. Es wird zum Beispiel jetzt beim nächsten Community-Sonntag Tomodachi starten. Das machen wir dann auch alle 2 Wochen. Sprich, alle 2 Wochen ein Community-Event und alle 2 Wochen gibt's dann die typischen Spiele wie Mario Kart, Smash, Splatoon und so weiter. Du, das macht ja nichts, Michi. Das ist ja das Gute an Fall Guys. Das war auch der Grund, warum ich darüber nachgedacht habe. Eben weil Fall Guys ja plattformübergreifend ist. Sprich, egal ob du eine Xbox hast, eine Playstation, PC oder Switch, ihr könnt da alle mitspielen. Ja, das ist immer so, Lunastar. Das ist normal. Streamer-Fokus nennt sich sowas. So, mach einen Abgang. Achso, oh, das war Daniel. Tschüss! Da ist der Daniel abgestürzt. Hoppala. Ups. Und ich nehme jetzt mal. Ja, ich wollte gerade ein Bad in der Menge nehmen. Ja, du hast sowieso gemüffelt. Ja, und für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, die gestern den Live-Let's Play Samstag verpasst haben. Und zwar nähert sich ja Mario und Luigi Superstar Saga plus Bowser's Schergen langsam dem Ende. Ich denke. Ja, übernächste Woche Samstag ist es vielleicht schon so weit, dass wir dann schon im Finale sind und dann durch sind mit dem Spiel. Das nächste Live-Let's Play-Projekt ist schon ausgewählt. Und zwar The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Ja, ich spiele es wieder. Ich glaub's nicht. Allerdings keine 100%, sondern das, worauf ich Bock habe und was ich mitnehmen will. Oder was mir einfällt, nehme ich mit. Und das, worauf ich keinen Bock habe, zum Beispiel fast alle Schießbudenfiguren, mache ich einen Riesenbogen drum. Aber es wird schön sein, Ocarina of Time mal wieder zu spielen. Ich war gerade so schlecht. Und das wird zu recht. Ich bin so schlecht. Ich habe die letzte Runde jetzt mal echt Pech gehabt, muss ich ja mal sagen. So eine Seite. Ach, Drake. Ach, Markus. Ach, Drake. Ach, Markus. Nimm's nicht so hart. Pass bloß auf, dass du gleich nicht hart genommen. Okay. Nein, Moment. Ich zieh die aus. Moment. Nein. Das kam gerade ganz falsch rüber. Ja. Guten Morgen. Wir haben dich 2 Uhr in der Nacht weg. Alles deine Schuld.
Ich wollte eigentlich gerade sagen, nimm es nicht zu hart, fahren wir lieber die Mario-Abfahrt. Naja. Das ist ja auch genommen. Ja, alles klar. Ja, das hast du gesehen, Litchi. Das war die geplante Überleitung. Aber ich habe nicht gesehen, dass du die auch gewählt hast. Ja, und ja, Michi, das Bad war sehr erfrischend. Werden da heute noch die Cups gespielt? Nö. Jeder kann auswählen, was er möchte. Ich lege die Regeln fest und die Strecken könnt ihr selber auswählen. Einfach nur Community-Spaß. Schlacht werden wir nachher auch wieder spielen. Und Markus, damit das gleich klar ist, das ist meine Insignie, nur dass wir uns gleich richtig verstehen. Na? Da steht nicht dein Name drauf, also. Da schreibe ich vorher noch mit dem Edding extra drauf, damit du das auch ja sehen kannst, damit du deine Patschpfötchen davon lässt. Ja, ich habe ein Reinigungsmittel hier, damit ich den Namen wieder runterlöschen kann. Ach, so einer sind wir auch noch. So natürlich. Einer sind wir also auch noch. Natürlich. Einer muss mal deinen Saustall aufräumen. Alter. Willst du Stress? Weiß nicht. Willst du Stress? Ah. Ich glaube, du hast doch noch nicht genug Trachtprügel in Smash bekommen heute. Nee. Ja, dann müssen wir das wohl nachher noch ändern. Wow, wer hat da gerade seine Banane hingeworfen? Das war ich. Du Hund natürlich wieder. Markus? Ja? Kann es sein, dass du heute übers Knie gelegt werden möchtest? Nö. Ich weiß nicht, irgendwie battlest du heute so ein bisschen um Schläge. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht, was du hast. Das weißt du ganz... Oh, du Hund! Du elender kleiner Scheißkerl. Und dann wundern sie sich alle, dass ich nicht so nett zu dir bin, dass ich dich nicht leiden kann. Jetzt weißt du, sag mal! Ist doch jetzt nicht wahr hier, weg da! Streng dich an, Knabbi. Genau, friss den Blooper auf, den mag sowieso keiner. Ich hoffe, er schmeckt dir. So, einfach einmal querfeld ein. Da kommt jemand mit den Kugelwilligen. Oh Gott, ich hab die Kontrolle! Da wollte ich aber nicht hin. Ich hab keine Ahnung, wo mein Yoshi gerade hinfahren wollte, aber da wollte ich jedenfalls nicht hin. Wo auch immer HD-Fox gerade hin wollte. Der wird wahrscheinlich sich der Abkürzung schleichen. Wahrscheinlich. Naja, immerhin noch Fünfter. Immerhin noch Fünfter. Also was auch immer er hier kürzen wollte, ich glaube nicht, dass das eine Abkürzung war. Gute Frage. Ich glaube auch nicht, dass wir hier bei Mathe sind, um Brüche zu kürzen. Wer weiß, Markus, wer weiß, wer weiß. So, die Platzierungen. Oha. Aber Marina, ich glaube, du hast wohl ganz schön was abgekriegt, wa? Aber neue Runde, neues Glück, ihr Lieben. Bevor wir die nächste Runde starten, gibt es denn noch jemanden, der dazukommen möchte? Alter, was für ein komisches Mii. Alter, diese Augen. Voll die Psycho-Augen. Ich sehe dich, ich stalke dich. Sauge dir das Leben aus. Alter Schwede. Das ist Daniel. Ich kann sie. Der Daniel ist das also, okay. So, also, wie sieht's aus, ihr lieben Yoshis? Ist da noch jemand bei, der noch dazukommen möchte? Bevor wir die Runde starten. Wie gesagt, Voraussetzung ist natürlich, dass ihr die Mitspielvoraussetzungen erfüllt. Aber offenbar scheint hier keiner mehr dazu zu kommen. Dann kann ich ja schon mal beginnen einzustellen. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine Runde Vollgas. Warum muss ich jetzt gerade, wenn ich deinen Miso anschaue, an Genghis Khan denken? Bei diesem Bart. Entschuldige, besser konnte ich meinen Bart leider nicht darstellen. Schon klar. Aber trotzdem. Ich muss gerade voll an den denken.
Ja. So, ihr Lieben, Vorsicht, es wird ein bisschen schnell. Ich hoffe, ihr könnt gut mit Pilzen und Geschwindigkeit umgehen. Vollgas. Genau, Vollgas. Der Sunny Cup. Gleiche Chance für alle. Jetzt müsst ihr einfach mal ein bisschen Fahrskill beweisen. Und hoffen, dass ihr genügend Pilze kriegt. Wobei, ob die Pilze euch hier wirklich helfen, ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Und am Ende sind wir alle high. Genau, weil zu viele Pilze. Das nennt man Höchstgeschwindigkeit. Oder Mopsgeschwindigkeit. Gott, viel zu schnell. Viel zu schnell. Ich meine, mit B könnt ihr übrigens bremsen, für diejenigen, die das nicht wissen. Was sehr praktisch ist, wenn ihr in die Kurve gehen wollt. Nur mal eben als Tipp für diejenigen, die noch nie 200 gefahren sind. Ah, und tschüss. Also ich weiß nicht, was ich da unten wollte, aber irgendwie ging es gerade ein bisschen abwärts. So, freie Form in Marzipan. Oh Gott, ich spiel wieder Wattkuschler! Shit! Ich hab den Boden unter den Füßen verloren. Ach, du bist das. Okay. Eieieiei! Hi, Karamba! Juhuhuhu. Okay, und tschüss. Ich frage mich immer noch, wie ich es geschafft habe, überall die drei Sterne zu holen im 200er Cup. Ah, fuck, nicht an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hui, da fliegen wir schöner. Nein, 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 nicht. Husten, ich hab ein Problem. Ich bin zu schnell. Einfach eine Asse. Ja, ich frag mich gerade, wieso hab ich diese Runde so eingestellt? Was ist das Spiel? Also ich jammer nicht rum. Uff. Gott. Oh Gott, dass ich 200 so verkacke. Übel. Sagte der Dübel. Mhm. Und dann wurde ihm speiübel. Und drum musste er kübeln. Und verschwand in der Wand, wo ihn niemand mehr fand. Ja, so ungefähr. So. Wo kann man denn noch viel Blödsinn machen? Och, man kann auf vielen Strecken Blödsinn machen, das ist es ja. Wie wär's denn damit? Oh, Autobahn mit Vollgas? Mit Vollgas? Nein, wir spielen jetzt Sternschnuppen. Ihr wisst okay, ja. Okay, wir spielen. Wenn eine Sternschnuppe am Himmel aufleuchtet, wisst ihr, jemand ist von der Rainbow Road runtergefallen. Wir spielen die Streamkiller-Strecke. Streamkiller-Strecke? Okay. Ja, weil meistens die Streams die wechselnden Farben nicht, mit denen ich zurechtkomme. Ach so. Du meinst das Verpixeln? Genau. Ach, du drängelst das. Oh, Markus! Mach dich doch nicht so breit! Das ist gefährlich! Don't go a Laune out there! Was? Wer ist ein Laune der? Don't go alone, it's dangerous out there. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh, diese Rampen!
Auch mehr Pilze. Ist ja auch der Sunny Cup, da gibt es noch Pilze. Ich sag euch, ich brauche mehr Pilze. Weniger Münzen. Aber da kannst du was wieder auf die hohe Kante packen. Oh, ich hab beide mal gerade überrundet. Okay. Naja, immerhin noch Vierter. Immerhin. Ich hoffe, Marina, du hast deinen Spaß mit uns. Ich meine, offenbar schon. Immerhin ist sie ja fleißig dabei mitzufahren. Marina, ist das zu schnell. Also, wenn wir schon Vollgas fahren, ne? Dann brauchen wir auch definitiv den Big Blue. Ich hatte ja vorhin Mew City gewählt. Da kommt die Sunny vorbei. Sie leistet uns Gesellschaft und bringt uns Sonnenschein mit vorbei. Hallöchen, Sunny. Hallo, Sunny. Da fahren wir gerade deinen Cup und du bist nicht dabei. Unglaublich, dass wir das wagen. So, einmal shoppen gehen. Im Turbogang. Einmal Speed-Shopping. Genau, Speed-Shopping, genau. Speed-Dating war gestern, jetzt gibt's Speed-Shopping. Erstmal die Wand knutschen. Oh, erstmal voll gegen den Baum. Waldbaum. Waldbaum. Ist das der Streaming-Kanal vom Baummann? Gute Frage. Bist auf den falschen Knopf gekommen. Ah, alles klar. Na, das glaube ich. Oh Gott, wie fahr ich denn? Alter. Wie besoffen? Ja, so komme ich mir auch gerade vor. Aber schön zu wissen, dass du gleich wiederkommst. Ich habe mich nämlich schon gewundert. Aber ich hoffe, du hast deinen Spaß mit uns. Und vor allem ist jetzt ist ja Sunny dabei. Oder wird vielleicht dazu kommen. Dann kriegst du endlich dein legendäres Mario Kart Duell mit ihr wieder. Nein! Okay, das war Glück. Doch. Oh, Alter, ich bin gerade den Baum hochgefahren. Ich hab's gesehen. Ja, kannst du gleich gerne machen. Wir fahren jetzt ja eh gerade den Sunny Cup. Der hat ja erst gerade angefangen. Ich bin so schlecht. Gar nicht. Wow, Marina. Achso, nee, das war der Bot, der gefahren ist. Ich wollte gerade sagen, Marina ist ja grad, hatte gerade gesagt, dass sie raus ist. Fahr halt Schluss. Du, aber auch ein Schluss kann entzückend sein. Sagt er, der Dritte ist. Ja, ich bin schlechter als Markus, das reicht doch. Ach komm, Drake. Du brauchst gar nicht angeschissen kommen, Freundchen. Ach komm jetzt, Drake. Nein! Du bist böse. Das stimmt doch gar nicht. Stimmt ja wohl. Wie oft hast du mich vorhin abgeschossen? Hä? Hä? Was? Ich bin nicht dafür zuständig, was mit den Sachen hinter mir passiert. Ja. Das würde ich jetzt auch schnell sagen.
Das würde ich jetzt auch schnell sagen. So, und nun kommt die nächsten Sternschnuppen. Die ekligste Kurve vom ganzen Spiel. Das ist wirklich die... Na, wobei, es gibt noch eine schlimmere Kurve tatsächlich. Die schlimmste finde ich ist immer noch am Ziel. Wirst du? Ja, wenn du die Kurve verpasst und dann versehentlich den Beschleunigungsstreifen triffst. Das kann ganz bitter enden. Okay, das war knapp daneben, ist auch vorbei. Nicht auf den Streifen, nicht auf den Streifen! Genau deswegen. Genau deswegen. Nein! Aufglitscht! Und Michi, danke fürs Hosting! Ach ja, ihr Lieben, auf Yoshi's Island könnt ihr euch ja auch bald freuen, ne? Weil wenn Princess Peach vorbei ist, starten wir mit Retromania. Dann packe ich nämlich die Hyperkin-Konsole aus. Und dann werden wir ein paar meiner Games durchzocken, die ich dann dafür habe. Unter anderem Mario All-Stars, Mario World und natürlich der Klassiker Yoshi's Island. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ah, ich bin runtergedrängelt. Ich hab dich gar nicht runtergedrängelt. Ich mach sowas nicht. Und wenn es doch meine Schuld war, dann war es richtig so. Dann hat's den richtigen erwischt. Ich werde mich hüten, diesen Pilz einzusetzen. Hä? Was willst du? Du bist doch ganz vorne, was willst du eigentlich? Marina hat mich einmal von der Strecke runtergenommen. Achso, Marina hat dich umgehauen? Hast du gut gemacht, Marina, mach das nochmal. Da hat sie dich runtergenockt, das finde ich gut. Hast du verdient. Ey! Nix ey, ist so, du hast das verdient. Einfach aus Prinzip, weil eben ist so. Isso fährt aber nicht mit. Und wohin geht er auch? Nein, aber eine Cool Easy fährt mit. Und wenn sie dich von der Strecke schubst, dann hat sie es richtig gut gemacht. Okay, gut. Genau, Marina hat Markus soeben zur Strecke gebracht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hat sie gut gemacht. Finde ich gut. Kann sie gerne nochmal machen. Ist nur Markus. Ihr wisst ja, 10% Verlust sind immer. Bin ich nicht mehr als 10%? Nö. Du bist vielleicht okay, 1%. Dann sprechen wir zumindest mal nicht vom Gewicht. Ach ja. Was, wen habe ich geschubst? Ich bin die ganze Zeit runtergefallen. Ja, dann standst du ihm wahrscheinlich im Weg und hast ihn durch den Rückstoß runtergeschubst. Nee, ich bin gegen dich gefahren, Marina, und bin dann irgendwo in den Weiten des Alls runtergeflogen. Wer ist selber schuld, wenn du auf Kuschelkurs gehst? Also sprich, wenn du einmal runtergefallen bist, weil dich jemand gerammt hat, dann weißt du, wer Schuld hat. Aber das Karma hat ihn dann gleich eingeholt. Nix, ups, das hast du gut gemacht. Finde ich super. Kannst du gern nochmal machen. Wie gesagt, ist nur Markus, der kann das ab. Nee, ich nehm's mit Humor. Oh Gott, ich fahr schon wieder, als ob ich eingesoffen hätte. Rick, hast du schon wieder den Metern gerührt? Nein, hab ich nicht. Willst du lügen? Ich lüge nicht. Ich hatte wirklich kein Met. Es sollte eigentlich am Wochenende Met geben, aber das hatte sich leider erledigt. Man hat mir ja leider gestern absagen müssen, aus Krankheitsgründen. Yay, Sandy ist nächste Runde dabei.
Sunny, wenn du uns Gesellschaft leisten möchtest, du kannst auch gerne dazukommen, ne? Bisschen Markus das Fell über die Ohren ziehen. Seit wann habe ich ein Fell? Wann hat Yoshi Fell? Gute Frage. Ich könnte ja auch sagen, zieh dir die Schuppen über die Ohren, aber Schuppen lassen sich so schwer ziehen. Dann wollen wir doch mal gucken, wo packe ich den am besten an, wenn ich Markus das Fell über die Ohren ziehen soll. Nein, diese Diskussion führen wir jetzt nicht. Das ist schon bei Spacki gerade zu eskaliert. Hallöchen, ihr Lieben. Hey, Große. Du hast gerade einen sehr amüsanten Spacki-Stream verpasst. Aha. Es wurden Abgründe aufgemacht. Ah ja? Was für welche? Ich sag's mal so, ich glaube, ich muss nur erwähnen, Markus und ich private Smash-Runde und gewisse Gespräche. Ah ja, okay. Ich glaube, mehr muss ich nicht erwähnen, oder? Ja, und dann haben die anderen noch dazu eingehakt. Ah ja. Ja, und irgendwie wurde Spackys Stream plötzlich FSK 18 und gewollt. Habt ihr so wieder Rosalinas Galaxie erforscht, oder? Nein, das ist schlimmer. Ich sag's mal so, Schwanzvergleich zwischen Yoshi und Pikachu. Ein Kommentar von mir, den wir hier jetzt nicht nennen werden. Genau, ach, und wenn man von Spacki redet, da ist er auch schon wieder. Ja, ich hör nur Yoshi und Svenzchen, also da bin ich. Da wird er hellhörig. Ja, da wird er wieder hellhörig. Rennen, ne? Schon wieder im letzten Rennen zu. Ja. Keine Sorge, gleich kriegst du sogar einen ganzen Grand Prix mit. Oh, ist er 200? Ja. Ja. Oh. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, ist ein bisschen schnell gerade. Ja, Sunny, das ist doch dein Cup. Ach ja, stimmt ja. Pardon. Ich wusste ja nicht, ob du heute noch dazukommen würdest, deswegen habe ich jetzt gesagt, ich starte ihn jetzt einfach mal. Hätte ich gewusst, dass du noch nachkommst, hätte ich extra damit auf dich gewartet. Ja, ich wusste ja nicht, wie lange meine Schwester durchhält. Alles gut. Zeit. Das kommt auch seltsam gut. Spacki, aus! Böser Spacki! Das kann gar nicht sein, du hast mir ein Leckerchen geliebt. Ah, scheiße! So ein Mist! Boah, okay, das war der falsche Zeitpunkt für den Pilz. Komm her, Mario Master! Alter, was für ein Kumpel! Ich hab mit dir einen Yoshi zu rupfen! Aber du kannst einen Yoshi nicht rupfen, denn der hat keine Federn. Aber Schuppen. Du Herzlos. Ja, okay. Das ist alles so schnell. Ich glaube, wir stellen das gleich mal wieder auf normal. Das ist der vierte Goldpilz hintereinander jetzt. Hier sind nur Pilze eingestellt. Oh. Der Sunny Cup heißt bei uns deswegen Sunny Cup, weil Sunny irgendwie vom Spiel immer betrogen wird um ihre Items. Ja, ich kriege tendenziell meistens nur Beschleunigungspilze. Und deswegen haben wir gesagt, wenn schon Vollgas, dann richtig. Also sprich, es gibt, ja. Nur Pilze. Nur Pilze und 200. Damit wir, wenn schon, den richtigen Geschwindigkeitsrausch haben. Früher haben wir das sogar noch gemacht. Wir haben dann noch auf 50 runtergestellt danach. Und dann nur Bananen. Ach, schade. Ja, glaub mir, der Unterschied, der ist gravierend. Ja, das glaube ich. Jetzt kommt der Rentner-Cup. Nee, den muss ich tatsächlich sagen, der ist mittlerweile mir zu langweilig. Lilly, bevor wir die nächste Runde starten, wie sieht's mit dir aus? Willst du auch noch mitmachen? Dann hätten wir 10 Leute. Namens Lilly. Oh, hi Lilly. Ja, eine Lilly ist da. Auch lange nichts mehr gehört. Gesundheit. Wollte ich auch gerade sagen. War aber kein. Ja. Man schluckt auf. Ist mir schon bewusst. Also ich bin zwar ein Spacken, aber ich bin nicht dämlich. Das habe ich auch nicht gesagt. Dazu möchte ich jetzt auch nichts sagen, Spacken. Unsere Mädelsrunde, Lilly. Wir brauchen was für die Frauenquote. Wir haben doch Kura.
Nicht Feuerzeug? Elvis, sie ist gerade beschäftigt damit, Elvis als Fettsack zu beleidigen. Achso. Macht er sich wieder irgendwo breit und lässt sie nicht sitzen? Oder ja, direkt so? Neben ihr. Also. Achso, Katze. Etwas Nachsicht. Ja, was denn sonst? Nachsicht, Nachsicht. Arsch mit sagen schlecht um Baby, nee, du bist fett. Also. Ich wäre dafür, wir machen jetzt mal eine Panzerschlacht. Mm. Okay, dann ich fix mein Fahrzeug auf. Nein! Ganz so nett. Nachsicht kommt nach Vorsicht und das ist immer mit Absicht. Ich wollte gerade sagen. Mm. So, welche Strecke nehmen wir denn? Ich wäre dafür, wir gehen an den Strand. Hm. Ach, Mama. Ja, wenn ihr Panzerschlacht machen wollt, gibt's nur eine Strecke. Och nö, Sunny! Nee! Panzerschlacht? Och, da fliegen die Panzer doch besonders gut. Ja, aber ohne die Bowser-Torte macht das doch nur halb so viel Spaß. Warum eine Babypaar? So, also für alle, eine Info für alle Mitspieler: Es gibt jetzt nur Panzer, sprich rote Panzer, grüne Panzer, Blue Shell und vielleicht noch eine Münze. Toll. Und dann kommt eine Strecke, wo der Panzer vielleicht 5 Sekunden überlebt. Ja. Ja, warum wohl? Welcher Idiot war das wohl? Ich weiß nicht, ich fühle mich nicht angesprochen. Und da drängen sie sich hier alle schon wieder vor. Ich glaub's ja wohl nicht. Vor. Piu! Der Kabuna, ich hab ihn gekauft! Ah, okay. Bucky. Das war ein dummes Training. Wie kommt mir das gerade so langsam vor? Drag ihn mal weg. Nö, hier. Piu. Piu. Ich fühle mich so von meiner besten Freundin verfolgt. Wow. Okay. Aua. Wie hat denn das schon wieder hier? Au, Saba. Markus. Oh, ich habe Angst. Da kommen mir zu viele Yoshis hinterher. Behaltet eure Panzer schön bei euch, ich will sie nicht. Piu! Irgendjemand wird schon treffen. Immerhin weiß ich jetzt schon mal, wie weit Markus ist. Ach, der Spacki ist ja auch da vorne. Ja, wie nett. Ich war die ganze Zeit schon erst, dann habe ich eine Blue abbekommen, dann die rote noch. Oh, wie schade. Voll reingeschubst! Okay, was sitzt du denn schon wieder hier? Geh weg! Och nö! Was will die schon wieder? Liebe, Zuneigung, Aufmerksamkeit. Alles. Ich krieg doch genug Aufmerksamkeit, wenn sie jemanden trifft. Aha! Da sind ja schon wieder die beiden von der Tankstelle. So, eine für dich. Und noch eine für dich. Ach, geh doch weg! Nein, ich geh nicht weg. Ich bin gekommen, um zu bleiben. Markus, ich hab da was für dich. Ach, nein. Nein, nein, ich hab die Kurve so scheiße genommen. Ey. Mann, das ist doch jetzt nicht wahr. Wird sie hier von jeder eine. Aber Hauptsache vor Spacki. Jetzt bin ich zum Abschluss freigegeben. Ey, nur rote. Viele, viele bunte Yoshis. Das ist nicht Splatoon. Nicht? Wollt ihr lachen? Ich bin in der letzten Runde und ich hab noch kein einziges Panzer abbekommen. In der kompletten Runde hab ich kein einziges Panzer abbekommen. Nice. Also wenn es jetzt mitfühlend wäre, hätte ich jetzt eine Runde mitlacht. Nö. Warum liegt das in meinem Kind bei dir? Ja. Schande, das ist super. Arme Kura. Wo ist mein kleiner? Wo ist mein kleiner Flick? Ach, die Liebe ist heute wieder großartig. Ja, ne? Aber ist es nicht immer so? Dass wir uns bei Mario Kart immer alle so lieb haben? Du meinst die Hiebe, die Seitenhiebe? Ja, die sowieso. Die gibt's ganz viel hier. Die gibt es ganz, ganz viel hier. Ja, und das Tolle ist ja, nach diesem Cup möchte ich mit euch dann eine Runde Schlacht spielen. Was war das gerade? Ich glaube, das war Kuras Freudenschrei oder
Nee, ja, Elvis hat seine Krallen ausprobiert. Das ist richtig. Ah, okay. Guck mal, Lilly hat sich reingeschlichen. Gerne. Das ist schön, wenn du eine Katze streichelst und sie plötzlich auf die Idee kommt, oh, ich entspanne mich so sehr, dass ich mal die Krallen ausfahre. Nein, ich hab deinen Lieblingsholzstock mit dem Stück Faden bei ihr zwischen die Beine geworfen. Hm. Ja. Jetzt Schmerz. Warum den Babypark? Ich hab ihn nicht gewählt. Weil es Spaß macht. Nein! Sali! Ich sehe nur Panzer. Ja. Alter. Heute ja, nicht, Markus. Was meinst du mal, wie gefährlich das ist, wenn hier die ganzen Green Shells durch die Gegend zischen? Ja, warum, glaube ich, spielen wir die? Sali! Ja, komm her, wenn du was willst. Ja, da gehe ich immer so ein doofes, schwarzes Yoshi im Weg. Sag mal! Das ist ja aber Feierabend, ich hier, Jungs. Ich sehe nur Panzer. Ich sehe nur noch Grüne. Alter, ich sehe hier nur noch Panzer fliegen. Ja. Alter. Oh, da war ein Drake. Spaghi. Ja. Arschvoll? Oh, verdammt, ich hätte nicht. Nein! Doch, ist er nicht. Gummi, los, nein. Gib ihm. Drück auf die Tube! Los! Gott! Wenn das so weitergeht, stehe ich gleich im Parkverbot. Tust du das nicht sowieso schon? Immer noch Zweiter, immerhin. Oh mein Gott, als ob ich noch Vierter geworden bin bei der Massenkarambolage hier. Alter, ich habe nur noch Panzer gefressen und Panzer gesehen, echt. Alter. Ich will gar nicht wissen, wie viele Koopas dafür leiden mussten. Und sieh an, Marina hat sogar Kura überholt. Was kaufen wolltest. Ach ja. Echt fies. So, ich möchte immer noch an den Strand. Weil das kann weg. Damit lass ich es nicht mehr spielen. Na ja, gut, du hast ja immer noch Kurai als Gegnerin. Kurai fährt ungefähr auf deinem Level, also ihr zwei solltet euch da einen richtig schönen Krieg liefern können. Ja, spielvoll. Ach Marina, die Letzten sind die Ersten. Vergiss das nicht. So, gehen wir Knabberblümchen füttern? Schmeckst du schon? Nee, ich schmecke nicht. Oh, schau mal, guck mal. So, wieder Controller wechseln. Genau, da lässt Sunny das Knabberblümchen raus. Oh. Will jemand schauen? Markus, du diebische Elster. Oh, das war zu viel Speed. Danke. Das ist aber... Hupsa. Vielen mal Dank. Kein 200. Ich wollte gerade sagen, irgendwas fehlt mir hier. Alter, ich sehe hier nur noch Panzer mir entgegenkommen. Das sind zu viele. Hui! Markus! Was? Was? Als ob ich zu wenig Speed hatte? Als ob ich zu wenig Speed hatte und dann noch von so einer blöden Red Shell gebremst wird. Entschuldigung, die rote war von mir. Ah. Stehst auf meiner Liste, das weißt du, ne? Um den Drake Watt zu sagen, 10% von Lust und Wunderblumen. Halt die Klappe, du Arsch. Alter Schwede. Wo ich gerade Mario Master hier fahren sehe, melde dich nach dem Stream nochmal bei mir wegen Strikers. Du schaust uns lieber zu, ist besser. Ach nö, jetzt kommt der da hier.
Wie gesagt, Vita, wenn du hier ein bisschen zugeschaut hast, ne, also auch lang genug, dann kannst du auch sehr gerne mitmachen. Ne? Das kriegen wir dann hin. Ich glaube, wir kriegen gleich noch Gesellschaft. Meinst du? Ja, ich hab's gesehen, es ist eingeblendet worden. Wer sind da eigentlich vor mir? Du blöde Piranha-Pflanze. Fress doch nicht meinen Panzer. Aber die sind lecker. Die haben viele Vitamine und Mineralstoffe. Und Spurenelemente. Mm. Und Ballaststoffe. Gut für die Verdauung einer Pflanze. Oh, da kommt eine Blue. Ich kann mir gar nicht. Schnell durch. Also wenn sie dich trifft, dann trifft sie den richtigen. Ja, hat sie getroffen, ja, aber ich war schon. Ich fühle mich irgendwie so verfolgt. Warum nur? Piu. Ich verstehe gar nicht warum. Naja, aber Geld Spaß ist eine gute Kombi. Vergiss es! Verdammt! So! Ich hab genau gesehen, was du getan hast! Ich hab das genau gesehen! Wollt die mich eiskalt absnipen? Ich glaub's ja wohl nicht. Warum muss ich jetzt an den Tigerentenclub denken? Hä? Oh Gott, das ist eine gute Frage. Das ist lange her. Aber Drake, bei mir habe ich dich getroffen, daher. Ich hatte die abgewehrt. Ach so. Da hat mich auch was getroffen, aber ich hatte zum Glück noch eine weitere Red. Was ist besser als Autos auf der Autobahn, die sowieso schon Chaos verursachen? Richtig, Mario Kart-Spieler mit Panzern. Ich finde es immer noch schade, dass man nicht entgegen der Fahrtrichtung ja. Ich glaube, da können wir auch einfach den Stock und fahren machen. Wie bei der Nintendo 64. Waren ja nur zwei am Schlag. Das wäre so übel. Na, das kommt vor, ja auch noch, Marina. Nintendo 64 mit Multiplayer. Hm? Wie gesagt, spätestens wenn du regelmäßig online fährst, dann kriegst du auch den Skill drauf, ne? Aber ich freue mich, dass du dabei bist. Freue mich auch. Ich fahre auch gerne mal so mit dir, Marina. Hat ja auch ja nicht mal geklappt, dass sie dabei sein kann. Brumm, brumm, brumm. Brumm, 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 brumm. Miep, miep. Miep, miep. Das war nichts. Das war ein roher Krepierer, wie er im Buch steht. Piu! Und einmal für Spacki, mein Süßer. Ich will auch nicht. Doch, du willst, du weißt es nur noch nicht. Oh, Sunny. Ein Anschluss unter dieser Nummer. Falls du übrigens eine Cool Easy siehst, das ist übrigens meine real beste Freundin. Die sich heute das erste Mal traut, mit uns mitzuspielen. Okay. Verpiss dich! Nein. Bleib mir vom Hals. Diese Liebe. Die kannst du behalten. Die will ich nicht. Sag mal, Spacki, kannst du nicht irgendwo gegenfahren oder abstürzen? Nein! Hat mal jemand eine Blue Shell? Spacki möchte gerne auf Tuchfühlung mit der blauen Handbremse gehen. Ich möchte nicht. Oh, Armageddon draußen. Yay, ist gewittert. Na, hier ist auch relativ dunkel. Gut, dass ich die Bolognese gestern schon aufgegessen habe. Vergiss es, nee. Drake. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das war wirklich jetzt eine Blue Bomb. Nein, Spacki. Achso, doch, ja, die auch. Aber da kommt noch gleich was viel Besseres für dich. Danke. Meine Güte, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Sag mal, was ist denn jetzt hier los? 30.000 hoch. Ja, da kommt doch eine! Mann! Die war von mir. Die sind alle für dich reserviert gewesen, Spacki. Nein! Das war nicht wahr, gut. Nein! Kommt eine Blue Shell geflogen, die hustet, schließt und schnauft. Sayushi!
klingt so, als ob du so leichte Probleme hattest. Das war ein Fehler. Oh, ich war das so am Bürzel dran geklebt. Ich hab die Kurve nicht gekriegt. Verdammt. Passiert. Eieiei. War besser als alles, was hätte im Schlafzimmer passieren können. Hilfe, Apokalypse da draußen. Ich komme gerade so schlecht vor, wenn ich so meine Punkte anschaue. Ja, vielleicht. Zweck, kannst du ja dann toll Freundern einen Schlafplatz anbieten, der steht halt draußen. Ich hab's verstanden. Sie hat gesagt, ich schlafe heute draußen. Wie wär's, wenn du auch mal näher zum Mikro kommst, anstatt da hinten auf der Couch? Ja, weil das Aufsetzen jetzt auch. Ja, okay. Gut, dass ich heute nirgendwo mehr hin muss. Alter Schwede. Ist das Gewitter bei dir auch schon angekommen, Marina, oder? Bei euch da hinten noch nicht. Alter Schwede. Hoffentlich ist das morgen weg, wenn ich zur Arbeit muss. Ich sehe da eine Miezekatze. Eine Miezekatze? Und cool, wir haben fast eine volle Lobby. Okay, bei dir ist es noch nicht da, dann wird das wahrscheinlich gleich zu dir rüberkommen. Bei mir hier gerade geht gerade echt die Welt unter. Grummel, grummel, es gießt wie aus Eimern. Alter Schwede. Eieiei. Dürfte das nicht lange dauern, bis es auch bei euch ankommt. Muss ja nur einmal quer über die Stadt ziehen. Piu! Ja. Da sitzt das Sand. Was wär's denn da interessantes? Was soll der überhaupt? Mach doch gar nichts. Also wenn es nachher heißt, Spacki ist erwürgt worden, dann weiß ich, wer Schuld hat. Ach du Scheiße. Alter, von einer oben getroffen, von direkt gelegt. Oh mein Gott, was für ein Armageddon da draußen gerade. Alter Schwede. Ich glaube, ich muss gleich mal die Fenster dicht machen. Also Marina, ich warne dich vor, wenn du auf dem Balkon sitzt, sieh zu, dass du da ganz schnell runterkommst. Wenn das gleich zu dir rüberzieht, dann wird's eklig. Aber es kühlt schön ab. Ja, danke schön. Gern geschehen. Noch jemand? Und nochmal für Kurai. Ja, toll. Super. Was war das denn gerade für eine komische Flugbahn? Ja. Ich sehe schon, das Salz wird hier wieder groß geschrieben. Das wird hier direkt in Panzerform ausgeliefert. Das ist das Praktische. Ach, nee. Ich glaube, ich warte lieber, bis Sunny fertig ist. Hi, Lilly. Ja. Ich trau Sunnys Panzer nicht weiter, als ich sie sehe. Komm nur her. Gerne, hier. Ich weiß nicht, was du hast. Jetzt bleib doch mal stehen. Nein. Piu. Oh, verdammt. Da hat sich irgendein anderer Panzer noch eingemischt. Ich sehe mein Feuerzeug. Bring sie nieder. Piu. Nein! Nein! Heads up! Ihr habt ja wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank, mir auf dem 8. einen Blue Shade zu schicken. Ich bin unschuldig, ich hatte sie nicht. Kann sein, dass Marina die losgeschickt hat. Okay, mal kurz Luzi-Zeit. Ist ja gut, alles gut. Das ist nur ein Gewitter. Ja. Alles gut. Ja. Warte mal, welche hatten wir denn noch nicht?
Wir hatten sie alle hier schon. Ich habe gehört, am Flughafen ist eine neue Lieferung Panzer angekommen. Da sollten wir mal gucken. Achso, sitzt drin wegen Gina. Ja, wie gesagt, das ist also nach dem, was hier gerade runtergegangen ist, wenn das gleich zu dir rüberkommt, viel Spaß. Also wenn ihr noch Unwetter übrig habt, ich nehme gerne auch nochmal eine Ladung. Wir versuchen es zu dir rüber zu schicken. Bist du dir sicher, Sunny? Ja, bei mir hat das nur einmal gedonnert und 2 Minuten geregnet und das war's. Also bei mir gab's gerade 5 Minuten. Bei mir gab's gerade 5 Minuten Weltuntergang. Mit Starkregen und allem, was dazugehört. Demon, mein kleiner Kuscheldämon! Das Kuscheldämönchen ist ja doch da. Hallöchen, Flauscheöhrchen. Hey, Demon. Wer ist da? Ich weiß nicht, was hier passiert. Er macht seine übliche Taktik. Erst wird gelurkt und dann schaut er rein und meldet sich. Der kleine Frechdachs, der. Ich muss wahrscheinlich erst mal gucken. Lohnt es sich, Hallo zu sagen? Kann ich Drake wieder ärgern? Oh. Ich kann mich nicht mehr ärgern. Was soll das denn jetzt heißen, hä? Das war's. Oh nein, ich bin noch weg. Willst du etwa damit sagen, dass ich der Ärger bin? Nein. Ja. Nein, ich will damit sagen, du bist der Geärgerte. Musst du dich abkühlen? Oh, war ich so schlimm bei euch, Demon? Ich höre heute irgendwie von einigen, dass es bei euch ganz schön heiß sein soll. Ne, wir hatten ja hier kuschelige 22 Grad. Boah, verdammt. Was ja, ist schon explodiert. Wohnst du in Nordrhein-Westfalen? Ja, wie gesagt, hier bei uns in Bremen, also, boah, ist kuschelig. Wenn du durchfährst. Ja, geht mir ja genauso. Ich liebe den Sommer ja auch, aber nicht, wenn das diese ekelhafte, drückende Trockenluft ist. Die mag ich dann auch nicht. Also wenn das wirklich... Nee, also wenn das wirklich so eine Suppe ist, dass du dann wirklich die Luft schneiden kannst, ich auch nicht. Aber sonst, so 25 Grad finde ich eigentlich ziemlich geil. Schön mit Sonne dabei. Schön, schöner, sanfter Wind. Hab ich ja super hingekriegt. Spacki getroffen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Nein! Markus! So, dafür büßt du, mein Freund. Nein. Los, gib Gummi. Also wir haben aktuell 17 Grad bei uns. Das alte Rad hat sich leider nicht schneller gedreht. Da hättest du mal die Pedale drehen müssen, damit sie schneller dreht. Oh. Der arme Roman kriegt einfach Hass von der Couch. Was? Oder 30 Grad und bist du... nee, 30 sind schon zu viel. Aber wir haben jetzt gerade aktuell bei uns 17 Grad. Durch das Gewitter. Ja, zweiter. Immerhin vor Drake. So, ihr Lieben, ich würde sagen, weil wir jetzt auch gerade so schön viele sind... Gönnen wir uns. Oh, Demon ist dazu gekommen. Oha. 3, 6, 9. Cool, wir haben, glaube ich, eine volle Lobby, wenn ich das richtig sehe. Dann würde ich sagen, dann gönnen wir uns doch jetzt mal ein bisschen Schlacht. Nein. Wenn schon, machen wir eine. Wer ist rausgegangen? Wer ist raus? Du bist raus? Okay. Dann eben nicht. So, ihr Lieben. Nicht wundern, wenn ich euch gleich ein bisschen den Modus erkläre, weil meine beste Freundin kennt die Modi noch nicht. Aber Spaß wird's trotzdem jetzt werden. Achso, du bist rausgegangen? Achso. Schade, ich dachte, du machst auch noch Schlacht mit. Das ist das Gefällt, oder nicht? Weiß ich nicht. Na, sie kraut ihm gerade den Arsch und er miaut. Achso, du bist rausgeflogen. Ja, dann joinst du einfach wieder nach. Dann ist es ja kein Problem. Weißt jetzt ja, wie das geht. Du kommst da einfach wieder rein. Noch geht's ja. Anna, stimmt, du hast die Runde ja schon gestartet. Ja, die konnte ich jetzt leider nicht mehr abbrechen. Und kriegt zumindest den ersten Eindruck davon. Genau. Oder sie wird abgeschreckt davon. Ach, das Gott. So, Räuber und Gendarm. Für dich zur Erklärung, Marina.
Eine Gruppe hat Knabberblümchen und muss versuchen, die andere Gruppe zu fangen. Und ich bin mit... Yay, ich gehöre zu den Bösen. Ich bin ein Verbrecher. Okay, Drake gehört mir. Verpiss dich. Sprich, Räuber und Gendarm in Mario Kart-Stil. Sprich, alle mit einer Knabberblume müssen uns versuchen zu fangen, toll. Danke, Kura. Danke. Ich will hier raus. Lasst mich raus. Warte, ich komm. Danke, Spaghi. Das ist ein Bullet. Ach, verdammt. Wow, bleib mir vom Hals. Da habe ich doch gerade jemanden. Oh, fuck. Boah, die Creature war knapp. Kleinkleister. Da ist er. Oh, nur noch Greg. Da war er. Verdammt. So, mein Gott, was ist denn hier los? Hallöchen, Yoshi. Nein. Gut. Ah, Hilfe! NPC-Bowser, habt ihr nicht gesehen? Ja? Ach da. Bleib stehen, du. Mondstein, Flieg und Sieg! Nein, und ich fall genau in Kurai rein. Hilfe! Rettung! Holt mich hier raus! Nein, Knastbrüder, holt mich hier raus! Ich hab schon wieder alles gefressen, ey. Ich hab echt kein Glück mit. Danke! Hier, ich zähl für euch was. Dann wollen wir mal unsere Mitstreiter da rausholen. Du wirst hier... Sonne. Ja, ich werd geblendet. Ha, für genau 30 Minuten, wenn du sogar noch eine Stunde dran bleibst, kriegst du sogar noch den Rest des Streams mit. Weil um 20 Uhr ist ja wieder Schluss. Ja! Hilfe! Gut gemacht, Roman. Mondstein, Flieg und Sieg! So, jetzt mal die Bullen hier vom Hals. Echt doch zu, Pflanze. Einfach nur... Nein! Ich sitze schon wieder im Knast. Holt mich hier raus! Ich will hier raus! Hilfe? Danke. Ja, ich hab da auch so... Oh nein! Oh mein Gott, sie haben Spacki gefangen! Die Schweine! Wo ist denn hier der Schalter? Das nur, weil ich fertig. Bitte sag mir jetzt nicht, dass alles auf mich... Oh nein. Nein, das tut ihr mir jetzt nicht an, oder? Piu, 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 piu! So. Ich fühle mich so verfolgt, ich bin da mal weg! Oh, Markus, oh, komm doch mal her. Das ist Roman, nicht ich. Ach so, Roman. Sorry. Hier sind eindeutig zu viele Bullen. Ich bin bei dir im Team. Ja, alles gut, Markus, sorry. Also ich weiß ja, dass Markus mich gerne zu fressen gern hat, ne? Aber das geht ein bisschen zu weit. Was ist denn das Teil? Ja. Nein. Mit Hupen könnt ihr übrigens Zeichen geben, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Nein! Ja! Du Hund! Du Hund! Du elender Bulle! Hol mich hier raus! Achso, ich weiß, Moment, du bist Bulle, du holst mich hier raus. Bulle soll ich rausholen! Spacki! Nein! Alles gut, ich hab sie abgelenkt. Sehr schön, hast du gut gemacht. Aber dafür hat mich Lili gefangen. Dann hol ich euch dann einfach wieder raus. Wo ist das Problem? Alter, es war jetzt zweimal kurz davor, dass sie gewinnen. Was? Was? Boah, was? Wo kommst du denn schon wieder her? Du, elender Ösi, du! Ich hab auf dich gewartet, Drake. Ja, ich merk das schon. Ja, ich hab noch einen Freund und ich gehüpft. Hat der auch schon wieder draußen? Oh, oh, oh. Ich fühle mich so verfolgt. Ich... Hilfe, Rettung! Hilfe! Holt mich hier raus! Soll ich jetzt fort? Alter, das war jetzt knapp, ey! Ich hab mir nur gedacht, boah, bitte fahr ich jetzt nicht. Nein! Lilly! Los, go, go! Ich bin dann mal weg! Nein! Ja, die Bombe war viel, ne? Nein! Scheiße, ich hab den Schalten! Nein! Shit!
Sparky, halt euch, holen sie raus. Oh, Gott sei Dank. Ich habe euch. Gut gemacht. Danke. Ich habe das nächste, ich habe Markus schon in der Nähe des Käfigs rumschleichen sehen, habe nur da, boah, bitte fahr da jetzt nicht rein, bitte fahr da jetzt nicht rein. Schade. Ich habe zwei Pilze benutzt, da kommst du eigentlich an der Pflanze vorbei. Uff. Oh. Einfach nur uff. Egal, wo ich bin, der liegt neben mir. Guck das mal mit den Nägeln. Ich weiß nicht, warum der so miaut. Habt ihr Lust, vielleicht nochmal testen? Was nehmen wir denn? Marina ist wieder dabei. Sehr schön. So, welchen Modus kriegen wir denn jetzt? Vielleicht hier so, oh, das ist Papa, dann liege ich auch gerne. Aber wenigstens den Modus jetzt mal hinter uns. Ja, also wie gesagt, Marina, bei Räuber und Gendarm ist es halt einfach nur, derjenige, der eine Pflanze hat, muss denjenigen fangen, der keine Pflanze hat. Und die anderen müssen versuchen, ihre gefangenen Mitbrüder wieder zu befreien. Wenn und nun heißt es... Räuber gefangen wurden, haben die Gendarmen gewonnen. Genau, und jetzt heißt es, da ist eine goldene Insignie und die gilt es, schnapp sie dir und behalt sie 20 Sekunden. Ja, und die gehört mir. Die gehört mir, Freundchen. Das ist meine Insignie. Das Ach, könnt ihr euch gleich abschminken. Sunny, die Diskussion führen wir jedes Mal. Sprich, derjenige, der die Insignie hat, einfach feste draufhauen und ihm das Ding abnehmen. Ja, und ich starte am Tag. Danke, Kurai. Und Kaki, danke fürs Hosting. Ich bin dann mal weg. Nein! Spacki! Du Hund! Das war meine Insignie! Gib die her! Sofort! Gib sie zurück! Nein, lass mich! Ayu! Oh mein Gott! Meine pinke Yoshi-Dame! Danke für dein Raid! Dankeschön! Ich würde dir ja gerade einen Shoutout geben, nur das ist gerade ein bisschen schwierig. Aber danke erstmal für dein Raid! Oh, das ist ein Bombefall! Das ist aber nett! Dankeschön! Meins! Meins! Verpisst dich! Verpisst euch, ihr Ratten! Nein! Danke, Sari! Schaut doch mal bei der guten Ayumi vorbei! Eine ganz, ganz liebe! Eine ganz, ganz liebe Yoshi-Dame! Lasst ein Follow da! Die wird sich freuen! Meins! Jetzt hat der sie schon wieder, der Ja, Schmerzen. Die steht mir auch. Ich hab doch gesagt, das ist also, meine. Also, hab ich mich ein bisschen angesprochen gefühlt. Ich bin da mal weg. Ich bin weg. Verpisst euch, das ist meine Insignie. Vergiss es, die gehört angetreten. Mir. Die müsst ihr schon meinen kalten, toten Händen nennen. Wer war das? Mario Gebt Master. Sie. Gebt die Insignie her, die gehört mir. Ich hab den Kopf erzählt. Wer ist denn Villager? Zum Teufel ist das Gerät, bitte. Wer ist denn Villager, bitte? Kennt ihr jemand? Nee. Das war meine! Tja, es war... Ach, du bist Villager. Hab ich schon gewundert. Nein! Was? Demon? Nein, er hat einen Stern. Guckt euch diese Kura an. Da geht sie eiskalt mit einem Stern auf den Kuscheldämon los. Alter, Kura, das war aber keine nette Geschichte von dir. Ein herzloses kleines Feuerzeug. Oh. So, was geht denn hier gerade ab? Gib die Insignie her. Piu, 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 piu. Halt. Meins, nein. Yoshi, gib sie zurück. Die gehört nicht dir. Hallo Insignia, schön dich wieder zu sehen. Meins. Nein, Finger. Nein! Wer hat sie? Roman? Was? Moment. Wieso hat Lilly? Lilly! Rück die Insignia raus! Nein, wieso? Ich hab sie nicht mal. Lilly, komm schon, du teilst doch gerne mit mir. Wer hat mich da gerade gehupt? Lilly, ich tausche Toffifee gegen die Insignia. Na. Oh. Was heißt hier Buu? Ist auch schon hart, Alter, die wechseln ja schneller ihren Besitzer als andere Leute ihre Unterhose. Alter! Lilly? Vorsicht, Bombe! Ach. Nein! Yay!
Ich bin dann mal weg. Nein. Dass ich den nicht erwischt hab. Meins. Ach komm. Das wäre so episch gewesen, wenn ich dich da in der Luft hätte rammen können. Du wirst lachen, ich hatte Angst gehabt, dass du das tust. Ich hab es zumindest mal. Alter Schwede. Ja, wer ist jetzt eigentlich der Villager? Alles klar, Ayu, lass es dir schmecken. Demon ist noch nachgejoint. Ist er nicht der Villager? Nee. Demon das heißt ist Demon. Ist Yoshi HD. Ach so. Ach so. Hat er gerade gesagt, dass er das ist. Ach so, okay. Hey, cool, wir haben hier dann eine volle Lobby. Nice. Heute bist du mal knochentrocken? Wieso? Ist dein Witz heute so knochentrocken? Aus der staubtrockenen Wüste kommt er her. Knochentrocken ist sein Name, bitte sehr. So, was kriegen wir jetzt? Ich schätze mal Bombenschlacht. Oder Ballonschlacht. Nein, Münzen sammeln. So, Marina, jetzt heißt es für dich, alle Münzen, die du findest, einsammeln und zur Not schieß irgendjemanden ab und klau ihm seine. Das ist ein Rick. Al Grew, moin moin. Wo ist Morty? Ich weiß auf jeden Fall, von welcher Bank ich gleich abheben gehe. Nicht, Markus? Ich hab nichts. Noch nicht. Mitspielen kann man bei mir theoretisch, allerdings nur, wenn du regelmäßig hier zuschaust und schon ein Teil der Community geworden bist. Neue Zuschauer dürfen bei mir nicht sofort mitspielen. Aber du bist herzlich eingeladen, dich hier hinzusetzen und uns zuzuschauen. Geh doch weg. Ja, komm her, Roman. Ach komm. Diese geizige Miezekatze will mir nicht ihr Geld geben. Das finde ich nicht fair, Roman. So viel Katzenminze, wie ich dir schon geschenkt habe. Und Elgru, danke fürs Follow und herzlich willkommen im Yoshi-Rudel. Setz dich hin, schau zu und futter so viel Obst, wie du futtern kannst. Und wie gesagt, wer hier regelmäßig zuschaut, das kann ich ja irgendwann dann ja prüfen, wie aktiv du hier bist. Dann bist du auch herzlich eingeladen, auch mal gern bei Gelegenheit mitzuspielen. Du magst am liebsten den blauen Yoshi. Na, ich mag den schwarzen am liebsten. HD Fox, gib mir dein Geld her. Ich glaube, den hellblauen haben wir noch frei, oder? Schade. Nein, meiner besten Freundin raube ich das Geld nicht. Ich krall mir lieber die Miezekatze. Komm her, Miezi. Fast, mach das, Drake. Glück gehabt. Hier liegt Geld. Geld, 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 Geld. Oh, ich lebe sehr gefährlich gerade. Verdammt. Da ist ja mein Kuscheldämon. Piu. Ich hab doch sonst nichts, also lasst mir meine Münzen. Hab dich. Und Lunas da, danke fürs Hosting. Oh, ja, Fokus-Flicker hier schon wieder. So viele schöne Münzen, die ich dem Demon erstmal geklaut habe. Ich bin nackt. Hallöchen erstmal Rising. Bei mir gibt's Nintendo Games, also Mario, Yoshi, Zelda, Pokémon, Kirby, Donkey Kong. Also eigentlich alles so ziemlich Richtung Nintendo, was mir gefällt. Mal Retro, mal älter. Mal neuer, je nachdem. Und halt das, worauf ich sonst so gerade Bock hab. So viele schöne klingende Münzen finde ich doch schön. Boah, Alter. Die sind alle so herrenlos. Die kann ich doch nicht einfach liegen lassen. Ja, so sieht's aus, Kaki. Vergesst es, das sind meine Münzen. Holt euch eure eigenen. Die habe ich mir alle hart gekauft. Ja. Ja, finde ich auch, ne? Nein, also wie gesagt, also ich bin halt eher mehr der Nintendo-Streamer, sprich so alles Richtung Mario und Co. immer wieder gerne. Wird ja auch immer wieder kommen. Egal, wie gesagt, ob die Retro-Klassiker oder die neueren Spiele davon. Ja, so sonst so bin ich so ein Fan von Jump'n'Runs, also Jump'n'Run allen möglichen Varianten.
Sie müssen mir halt nur gefallen. Manchmal schwinge ich hier auch mal das Lichtschwert. Und werde mal zum Jedi. Und ja. Also eigentlich bunt gewürfelt, aber überwiegend gibt es bei mir halt Nintendo-Content. Ne? Aktuelle Projekte zum Beispiel bei mir ist Super Princess Peach, Kirby und das Vergessene Land. Dann beim Live-Let's Play-Tag habe ich dann Mario und Luigi Superstar Saga plus Bowser's Schergen laufen. Und Community Day am Sonntag, da wird immer bunt gemischt. Sprich Mario Kart, Smash, Splatoon. Jo. Ja, ich spiele über die Switch. Worüber sollte ich denn sonst spielen? Ja, die Wii U. Aber da gibt es die Battle Maps nicht. Was? Stimmt, Mario Kart 8 für Wii U ging mir noch. Aber gut, das habe ich ja sowieso nicht mehr. Wieso fahre ich eigentlich die ganze Zeit rum, statt euch mal abzuknallen und mir mal eure Münzen zu holen? Markus! Das ist aber nett. Ich bin mal weg. Boah. Irgendwie fühle ich mich gerade so betrogen. Nein. Irgendwie hatte ich vorhin mehr Münzen gehabt. Hallo? Münzen! Ja, wer will mich hier denn gerade... Hallo! Mondstein, Flieg und Sieg! Gut? Mondstein, Flieg und Sieg! Her mit euren Münzen! Die gehören mir! Mondstein! So. Nein! Meine schönen Münzen! Wieso? Oh Gott! Meine ganzen schönen Münzen! Ich hatte eben noch 23! Was habt ihr getan, ihr Schweine? Wie könnt ihr es wagen, mich so auszurauben? Oh Was Gott. Was soll ich denn sagen? Ich habe auch nur noch 6. Ich hatte 23 und habe nur 13. Also wir machen das tatsächlich so, also wenn wir genügend Leute sind, dann auch gerne einen Privatraum. Ja, ne? Also privat sowieso am liebsten. Kannst du noch ein bisschen ziehen? Setz dich doch darüber so lang. Ich habe eine Couch. Uff. Du kannst doch darüber. Naja, es gibt noch die Switch OLED. Also halt mit etwas besserem Bildschirm, aber Oha. Ich würde das nicht als separates Modell ziehen. Was, die graue, die pinke? Was? Er meint die Joy-Cons wahrscheinlich. Ich hab die rote, also Mario Odyssey Edition. Also Demon hat gerade schon gesagt, er macht aus Roman Hundefutter. Ja. Da ist wohl was passiert. Ja, alles gut. Na dann, Bombs away, würde ich mir sagen. Jo, Marina, jetzt heißt es, schnapp dir eine Bombe und schmeiß sie irgendjemanden vom Kopf. Ah, im besten Fall Drake. Oder Spacki. Spacki ist Knuddel. Nur so zur Info. Ich habe mich schon wieder verschrieben. Es ist immer noch Bowser, nicht der Internetbrowser. Aha. Das heißt, unser also, flauschiges... Wenn Markus anfängt, mit Firefox anzutreten, dann mache ich mir Gedanken. Hey, ich habe Firefox früher verwendet. Fun Fact, ich auch. Und dann bin ich irgendwann auch in Opera Genius umgestiegen. Oh Gott. Als ob sie da durchgekommen ist! Sunny, wenn ich eine Bombe für dich habe, hast du die gefälligst anzunehmen? Nö. Das werden wir noch sehen. Piu! Markus! Du, du Schweinehund, du! Ja, genau! Bomb mich doch! Ihr Schweine! Okay, jetzt reicht's. Ich glaube, ich brauche ein Waffenarsenal. Das geht ja mal gar nicht hier. Oh, piu! Piu! Scheinkleister, okay. Oh. Ups. Ich glaube, ich habe gerade meine beste Freundin erwischt. Das könnt ihr mir eventuell übel nehmen. Markus, mein Freund! Bleib doch mal stehen! Oh, du Arsch! Dann eben halt Mario Master. So. Voll, danke. Kann ich bitte mal was treffen? Das ist ja ein Trauerspiel. Wo wollt ihr denn alle hin? Rennt doch nicht weg von mir. Als ob, Sunny. Als ob. Was hast du getan? Was hast du getan?
Boah, das bedeutet Krieg, Fräulein. Das ist dir hoffentlich klar, oder? Markus hat dich schon gerecht. Tröste dich. Markus, misch dich da nicht ein. So. Ist meine Sunny, die gehört mir. Hallo, nix da. Doch. Ich bin nicht käuflich. Du gehörst schon mir, du hast da gar keinen Anspruch mehr drauf. Spanni! Achso, nee, das ist gar nicht Spanni. Spanni! Ja! Wo bist du? Achso, da bist du. Ah, nein, du! Oh, du elende kleine Schweinebacke, du! Na, warte! Nein? Ich hab Angst. Ich mag Spacki gleich nicht. Also, Spacki, ich mag dich gleich nicht mehr ganz besonders, ne? Okay. Erforsche deine Gefühle. Erforsche meine Gefühle? Wenn ich meine Gefühle erforsche, dann hast du aber richtig die Arschkarte, mein Freund. Das ist okay. Man muss Risiken im Leben eingehen. Ich sie nicht treffe. Hi, Spacki. Hi. Oh. Okay. Es schreit noch nicht. Also hat Kubra es noch nicht rausgefunden. Oh, okay. Das Duell hat Lilly gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Was seid ihr denn alle? Wir sind da und hier und dort. Überall. Und sie sind überall, wenn du sie brauchst, oder was? Ade-Fort. Guck mal, Demon, habt ihr was mitgebracht? Ach, Demon, du Langweil. Lilly! Ach nee, ich weiß nicht, der Fort. Das war nicht der Fort. Da hat die mich schon wieder ausgenockt. Da war was Flauschiges. Ey, Spaculatius! Nein! Was, Spaculatius? Oh. Was war denn das hier gerade? Lebt er immer noch? Aber Spaculatius. Natürlich! Okay. Spaculatius, den muss ich mir merken. Okay. Nein! Als ob der mir meiner Bombe ausgewichen ist! Als ob! Du dreckiger kleiner Cheater, du! Das gibt's ja wohl nicht! Der ist ja noch schlimmer als Markus und das... Oh, das heißt nein! 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 Ich bin schon wieder in die Spur. Alter! Ich hab wenigstens blaue Explosion gesehen. Oh, Spike hat noch einen Punkt mehr geholt. Wow, immerhin Markus, ein Punkt noch. Das war gut. Immerhin noch ein Punkt. Nicht, dass mir das was bringen wird. Das soll über alle Lanes drüber werfen. Du bist dann wieder weg, alles klar. Tja, Sunny, die Minimap hat dich verraten. Ich weiß. Mein lieber Spaculatius. So, ihr Lieben. Und nun. Ja, ich hab sie auch lieb. Und nun für Marina nochmal als Erklärung: Jetzt gibt's die Ballonschlacht. Sprich, schnapp den Item und hau sie irgendeinem Gegner vom Kopf. Und lass also, dich selbst treffen. Also, du bist jetzt gleich nur ohne Bumbum. Ach ja. Uff. Das war anstrengend. Ja, etwas. Vor allem, weil ich die ganze Zeit so einen Orange und Yoshi am Arsch stehen hatte, ich weiß auch nicht warum. Oh Leute, was soll das jetzt werden? Das ist hier total grau und bedeckt und da kommt aber nichts. Also bei mir ist wieder ein strahlender Sonnenschein. Hatten wir die schon mal? Ja, die Map hatten wir schon. Ich mag die Map auch nicht. Hä? Wir haben irgendjemanden verloren. Oh mein Gott! Nicht, dass Marina wieder geflogen ist. Ballonschlacht. Marina, bist du noch da?
Nicht, dass Marina wieder einen Abgang gekriegt hat. Ey! Gehst du mir auch nach? Verpiss dich! Geh weg, Freundchen! Ich weiß genau, was du vorhast! Liebe! Ich bin doch schon längst weg. Ich trau dir trotzdem nicht weiter, als ich dich sehe. Ja, verdammt, okay. Da habe ich mich austricksen lassen. Toll, ich hab ne Bananenschale von meiner Besten gefunden. Ganz toll. Den Ballon hole ich mir zurück. Alter! Was wollt ihr alle von mir? Verzieht euch! Markus, das muss ich auch nehmen. Das war wie so ein Showdown-Final. Ja, ein Moment, das passt gerade. Ja, bei mir gibt es gleich Essen. Also nach der Runde muss ich leider Schluss machen. Alles gut. Verpiss dich, Drake! Du hast du! Treffer versenkt! Treffer versenkt! Oh, und Green! Wann habe ich Roman erwischt? Wo war Roman? Gute Frage, vielleicht war es eine Banane. Ich wollte sagen, es reicht ja nur eine Banane. Könnte sein. Das stand nur ausgeschaltet, aber. Dann hat sich wohl Romans Dings erwischt. Ups. Also irgendwie hat Marina gerade irgendwie das Problem, dass sie immer mir direkt vor die Linse kommt, wenn ich gerade los solo schießen will. Und das ist Sunny. Hi! Ja, wo man ankam, zu spät. Wer hat gerade die Greenchen zurückgeschossen? Der hat immer meine Bombe getroffen. Ich wollte gerade von Bombe reden. Da ist ja ein Feuerzeug! Nein. Das ist ein Drake! Ich bin mal. Nein! Ich hab uns beide. Du kleine Sau, du! Komm her! Komm her, Spacki! Ah, was passiert? Komm her! Komm doch! Hui! Das war knapp! So, hoffentlich trifft's irgendjemand. Ey, es kann doch nicht sein, dass meine beste Freundin gerade irgendwie alles frisst. Ich hab nicht mal auf sie gezielt. Nein! Nimmt sie meine Rolle ein? Ja, irgendwie hat sie gerade das Problem, sie hat okay, schon wieder getroffen von. Oh Gott, du tust mir gerade so leid. So, irgendjemand gibt mir jetzt seinen Wesen hier. Wo seid ihr denn alle? Ziemliches. Ey, das war mein Pilz. Markus! Ich hab mich gerecht. Er ist genau in mich reingekommen. Kommst du denn wieder her? Du, elende Schweinebacke, komm her! Komm her, Freundchen! Oh, Alter, wie viele explodieren. Oh mein Gott! Okay. Danke, Drake! Nicht gern geschehen, so viel kann ich dir sagen. Markus, was passiert hier gerade? Ich hasse dich. Bombe! Nein! Ich hasse eigentlich gerade jeden. Das ist nicht schwer. Okay, dann bin ich wirklich eine gute Gesellschaft. Wo ist denn Drake? Ganz weit weg von dir. Warum? Weil ich dich nicht mehr leiden kann. Er fährt hier durch die Mitte. Spacki! Ich wollte gerade Lili den Ballon klauen. So, jetzt reicht's. Wo ist er? Oh, fuck. Da war Markus. Hab ich einen richtig erwischt? Was? Okay, da kommt die Rache meiner Besten. Das war schlecht. Mondstein, flieg und sieg! Mondstein! Scheiße. Bombe! Yep, okay. Danke, Spacki. Ich glaube, ich krieg jetzt Hausverbot bei euch, Spacki.
Ich fürchte, dass mit August wird nichts, weil ich von Kure Hausverbot bekomme. So, ihr Lieben, ich würde zwar gerne noch dabei bleiben, aber da wartet jemand auf mich. Alles gut. Deswegen klinke ich mich jetzt aus. Viel Spaß euch noch. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao. So, ihr Lieben, wie sieht's aus? Habt ihr Bock auf eine weitere Runde Schlacht oder lieber ein normales Rennen? Ich würde lieber nochmal ein normales Rennen. Normales Rennen. Okay. Jo. Dann machen wir wieder normale Rennen. Ich habe gerade ein bisschen Reizüberflutung. Ja. Aber nur ganz dezent. Du bist auch raus, du musst mit dem Hund. Alles klar. Aber schön, dass du mitgespielt hast. Hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Dann machen wir einen Doppel-Grand Prix draus. 8 Runden nochmal zum Abschied. Wie viele? Ich sehe schon, zwischen Roman und Demon entsteht gerade eine schöne Feindschaft. Außerdem, wenn schon McFlauschi, so viel Zeit muss sein. Ja, zwei ist da einer da und einer muss hier unten bei mir. Ich hab schon eine Beine. Ich bin mit. Ich hab nichts gemacht, dass du sauer sein müsstest. Roman, wenn ich dir das glauben könnte. Wenn ich dir das nur glauben könnte, dass du meinen Kuscheldämon nicht geärgert hast. So, Latta, hier kommt der Monster. Hey! Oh, Scheiße. Was? Ja, au! Au! Ich mag ihn. Was ist da passiert? Das frage ich mich auch gerade. Kuschelkurs? Ich weiß es nicht, es war zu viel. Wie war das mit Reizüberblutung? Ja. Alter, wer auch immer mich da gerade versucht abzuschießen, verpiss dich. By the way, auf dem ersten Platz ist ein Bot. Also das bist nicht du? Der versucht. Ja. Gefährlich. Und die Blue Shell, sie fliegt. Okay. Ach, jetzt die Sportsy! Will ich runterspringen? Was ist das denn für ein Flug? Du kannst ihr nicht entkommen, Markus. Nee, sie ist gespawnt. Nein, zurück auf die Strecke. Ich bin überhaupt nicht auf dich losgegangen. Nettie, das ist Manipulation. Was macht ein Spacki schon wieder auf dem ersten Platz? Ja, das weiß ich auch nicht. Bombe! Ich brauche ein Item, und zwar ein gutes Item, wenn es geht. Spacki! Ja! Nein! Was ist denn? Hi Markus, tschüss Markus. Markus, ich hab dich aus der Ferne gehört, aber ich weiß nicht, was da los war. Ich wurde gefeuert. Nein. Doch. Oh. Oh. Nein, doch. Oh. Okay, was auch immer Demon da versucht zu schreiben.
Ich glaube, er hasst jetzt mich auch. Demon, alles in Ordnung mit dir? Oder sind das Zornesgeschräusche, die du von dir liebst? Also du darfst auch gern sonst in den Voice dazukommen, mein kleiner Kuscheldämon. Ist das jugendfrei? Meinst du, wenn Demon dazukommt? Das weiß ich nicht. Warte, so, hast den Live-Pass, kannst reinkommen. Ich freue mich immer, wenn Demon dabei ist. Also wenn es gleich, wenn's gleich Schimpfwörter regnet, dann wissen wir warum. Dann wissen wir, dass sich Klein Demon reingeschlichen hat. Armer Demon. Ist der Roman so gemein zu dir? Perfekt, gleich Feuer. Dann ist der Demon ja Feuer und Flamme. Ja, und vor allem ist, wir haben jetzt das passende Emoji für ihn. Nein. Oh. Wir haben doch hier den Mecker-Yoshi. Oh, oh. So. Jetzt kann ich wieder fahren. Ja genau, löschen wir unseren kleinen brennenden Kuscheldämon. Sonst fängt sein kuscheliges Fell noch Feuer, das wollen wir ja nicht. Geh weg, du! Oh ne, warum so viele Redshirts kommen wieder? Die sind alle nur für dich reserviert, würde ich mal sagen. Ja. Schock meine Bombe! Oh nein, stopp mal die Beine. Spacki, mein Kleiner! Ich will ein bisschen Futtermaterial haben. Ja. Das ist mir auf der 7. Platz wert. Klaut er mir das Item eiskalt? Ich glaub's ja wohl nicht. Warum eine Pflanze? Da wird Spacki glatt zum Eis, der so eiskalt ist hier. Ich hab ihn aber nicht geklaut. Nein, wieso? Ich wollte gerade die Abkürzung nehmen. Ihr Schweine! So. Boah, Alter. Wir waren in der Kugel, Willi. Spacki, was machst du denn hier hinten? Ich dachte, du bist bei Markus vorne irgendwo. Was ist passiert? Ich bin alles abgeladen. Oh, Markus! Nein. Ja. Nein. Oh, ich hab die Bombe gezogen. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Scheiß Peer-to-Peer-Card. Ich habe Spacki mit einem Stern umgefahren. Und Spacki fährt trotzdem einfach weiter. Scheiß Peer-to-Peer, scheiß Nintendo Switch Online. Ja, bei mir hast du mich aber nicht getroffen. Bei mir habe ich dich voll erwischt, aber sowas von. Ja, naja. Spacki ist sass. Ja, echt mal. Buh für Spacki. Buh. Nee, ich bin halt ein bisschen fetter. Die Gravitation, die wirkt bei mir ein bisschen stärker auf der Strecke. Aha. Interessant. Davon können wir aber auch ein Liedchen erzählen. Aha. Oder Drake. Oh ja. Wir haben unseren eigenen Kosmos. Unser eigenes Universum. Alles dreht sich um uns. Ja, aber... Sehe es positiv, du musst nie wieder irgendwelche Taschen oder Einkäufe tragen. Das schwebt einfach um dich herum. Wenn es denn wirklich so wäre, wäre es schön. das wäre wirklich schön, wenn es so wäre. Eine Bierkiste und dann schwebt das einfach so um deinen Kopf. Ja, ich möchte das gerne bezahlen. Das würde vieles einfacher machen. Gehst einfach für eine Party einkaufen, gehst auf den Supermarkt raus, schweben neben dir so 12 Kisten rum.
Also ich habe das Gefühl, entweder beißt Demon gleich in seine Tastatur oder in seinen Controller oder beides. Vielleicht beißt du noch in den Tisch rein. Was denn, naja, solange ihr nicht eigene... Könnt ihr das machen. Ich glaube, glaub, das, was man als Mond durchgehen lassen kann, sind in Wirklichkeit Cookies. Das will jetzt Markus. Du! Der extra unten dann ist der Doppelalter. Kekskrümel um dich rum rotieren würden, wäre das dann ein Sternennebel? Okay. Ist in Ordnung, Markus. Aus welcher Klapsmühle müssen wir dich heute abholen? Sonnensystem 9 Alpha. Ah ja. Hast du auch deinen Aluhut brav getragen? Ja. Damit du gegen Strahlungen immun bist? Oder bist du heute einfach nur so schön verstrahlt? Das ist okay. In der Bombe war eine Kiste drin, ja. Ich glaube auch. Nein, du bist runtergefallen. Nein, Markus, in der Kiste war auch keine Bombe drin. Die Bombe war von mir. Ich weiß. Die habe ich euch mit ganz, ganz viel Liebe dahingelegt. Ich weiß, ich habe es auch gesehen. Das ist ja gut. Ich glaube, Demon hat es gerade wirklich alles. Ich habe gesehen, wie er von der Green getroffen worden ist. Und ist an der Rampe noch runtergefallen. Wirst du merken, wenn plötzlich was Flauschiges vor dir steht? Und wir reden nicht von Elvis. Wie hieß dein anderer Kater nochmal? Flecky. Ich dachte schon, er heißt Presley. Ach nee, wieso kommst du jetzt? Verschwinde! Geh weg! So ein Scheiß. Los. Fuck die. Nein! Ich hab kein Item für abgefunden. Ich komm gleich in die Red, ich bin nur noch weggeworfen. Ich will vor Drake sein! Du Cheater! Du elender kleiner Cheater, du! Ich bin nur schon böse, ich leg wieder zu! Aber echt, ey! Aber echt, ey. Aber echt, ey. Kiss du da nie? Ja, Mann. Hab ich noch die Nägel nicht. Der geht auch fast auf welchen Grau mit den Nägeln. Ich sag nichts dazu. Ja, Mann. Du brauchst mir nicht den Finger in den Hals. Was? Der Finger kommt doch nicht rein. Nein! Aus! Schweig! Wir schweigen gerade alle. Ja, wir hören gerade ganz andächtig zu und fragen uns, was zur Hölle macht Kura da? Ich weiß nicht, aber ich glaube, Nein! Ich gebe mit dem Po meinen Finger an, was ist denn falsch? Ich habe jetzt nur Po und Finger verstanden. Also wenn du nach Mexiko möchtest, ne? Was zum Teufel macht die da bitte? Ich weiß es nicht. Oder wirst du von deinem Kater gerade so gepiesackt? Aber ich glaube, sie schreibt gerade ein Kamasutra-Buch für Katzen oder so. Ich weiß es nicht. Ah, okay. Na dann. Also kann man sagen, Elvis hat sie gerade ganz mehr, gerne, oder was? Ich kann das nicht gut aussagen. Alter Schwede. Also sprich, die gute Kurai wird nebenbei vom Kater Elvis massakriert. Nee, von Flecken. Achso, von Flecken. Elvis ist lieb und liegt da über auf dem Stuhl im Film. Hast du mich eben vorhin noch in deinem Smash-Screen gesagt, dass das eher gruselig ist, wenn Elvis mal nichts macht? Ja, das ist richtig. Also Kurai, freu dich. Wenn Elvis wach ist, erwarte ihn. Aber ihr wisst ja. Aber ihr wisst ja, die beste Sabotage bei Mario Kart sind Katzen. Das ist so, ja. Ach nein, verpestet. Da kann ich ja nur froh sein. Meine ist lieb. Meine liegt schön zusammengerollt und schläft. Oh,
Maki! Da sehe ich ja ein Kuscheldemönchen. Das war's gewährt, wenn ich jetzt mache. Na warte. Bruchstein, Flieg und Sieg! Ja, der Bruchstein hat gesprochen. Das würde dir so passen, Roman. Nee, du guckst nur unter das Röckchen. Nee, der Prinzess möchte heute keiner unter das Röckchen gucken. Nicht heute. Da ist ja ein Spacki. Ja, tschüss, Spacki. Und ein Drake. Versuchst du mich gerade abzuschießen, du Arsch? Ja. Nein! Du Elender! Du Stück, du! Ich glaub das ja wohl nicht. Markus! Du elendes Arsch, du! Ich glaub's ja wohl nicht! Als Prinzessin, der mich in der Luft abholen kann! Bitch, the sexy fucking Prinzess! Du elender Cheater! Ooh, move your body, bitch! Du elender Schummelhösi, du! The sexy fucking Prinzess! Kann ja wohl nicht wahr sein! Also Markus, das gibt Scheidungen, ne? Das ist dir klar, ne? Da hat er seine Wiener Schnitzelpower aktiviert, ne? Alter! Markus, als ob der mich ernsthaft mit seinem Stern in der Luft trifft, ey. Ich glaub's nicht. Ja, sicher. Nee, eher meine Salzburger Nockerl. Alter, das bedeutet Krieg, das ist dir klar, ne? Das bedeutet Krieg, Freundchen. Och, Drake. Nee, jetzt hast du verschissen. Jetzt ist Krieg angesagt, Freundchen. Dann verbünde ich mich halt mit Luzi. Da wirst du nicht viel zum Verbünden haben. Da heißt es nur, kuschel mich, gib mir was zu essen und dann lass mich in Ruhe. Ich bestärke sie einfach mit Futter. Ja. Ich war Zweite. Jetzt kriege ich alles ab. Plötzlich kommen so alle. Aber echt, da schummelte er eiskalt sich mit dem Stern an mir vorbei. Und rammt mich auch noch, die alte Sau. Natürlich. Das wann muss, ist das? Muss. Ja, gut, Lilly, die Frage ist natürlich berechtigt. Er hat Glück, dass er keinen Strikers hat, sonst würde ich das mit ihm auf dem Fußballplatz klären. Also, die Münze hättest du mir auch ruhig mal liegen lassen können, oder? Nö, nicht für dich. Nicht für dich, nicht mal in 3000 Jahren. Ja. Ihr beide habt es aber auch auf mich abgesehen. Das stimmt ja gar nicht. Es ist ja nicht so, dass wir es auf dich abgesehen haben, aber wir haben es auf dich abgesehen. Nein, ja. Ich benutze den Pilz, immer mit Zauber mir einer. Du bleibst stehen und du sowieso. Warum? Du. Ist egal. Was? Ich hab's auch nicht verstanden. Ich schmeiß den letzten Bumerang-Wurf einfach nach hinten, weil er wusste, dass ich hinter ihm bin. Ja, natürlich, wenn schon, muss ich's auch lohnen. Oh nein! Markus war leider zu weit weg. Ja, und dann ist halt noch ein Stern. So auf dem vierten Klassenstern. Außerdem Spacki, du warst mein Lieblingsopfer. Oh, das war jetzt schon fast lieb. Nein, das war nicht lieb, das ist einfach nur eine Kriegserklärung an dich. Das ist okay. Aber für Markus habe ich auch was Schönes. Es kommt From Drake with Love. Das ist doch Drake gesagt, Mario. Was? Ich bin hängen geblieben. In der Schule, ne? Ich wollte sagen, in der Schule, ja, oder? Auch. Wer hat denn die Bombe da hingelegt? Das war ich. Warum? Also sag ich doch mal, das Karma hat zugeschlagen. Ja. Drake, kannst du auch mal woanders hingehen? Nö. Macht Spaß, dich zu ärgern. Oh, Feuerhagel. Feuerhagel. Ah, Eis. Ah, Krabbe. Ach, Mann. Spacki. Ich war das doch gerade. Das warst du wohl, das habe ich genau gesehen. Und deswegen gibt's jetzt Rache. Kommt her. Ja, komm doch her. Möge ich die Blutstellen noch beim Scheißen treffen. Alter Schwede! Wer sind da auf den achten gerutscht da? So ist er noch.
Offenbar hat Demon gerade seine Rache an Roman bekommen. Sie haben sich zumindest bekriegt, links neben mir. Ja, ich glaube, das war, ist auch noch nicht vorbei zwischen den beiden. Ich glaube, da ist der letzte Flausch noch nicht gepflückt worden. Also Katze gegen Dämon, das wäre ein Ober. Gegen Flauschdämon, der ist besonders plüschig. Man kann auch sagen, Demon ist so schmelzig und pelzig. Also pelzig, okay, bei schmelzig würde ich mir jetzt Sorgen machen. Also entweder ist die Körpertemperatur zu hoch. Oder er ist halt ein heißes Flausch. Oder so. Ein schmieriger Dämon mit Flausch. Ja, ein schmieriger kleiner Drecksack mit Flausch, genau. Nicht, Demon? Nur, wenn der Knochen im Sommer nicht unten war. Das Schlimme ist ja, dieser kleine Flauschdämon, ne? Er tut ja immer so, als ob er wunder wie nett und, ne, total lieb ist. Und dann hinterrücks kackt er dir die Ratchet ins Gesicht. Nicht, Demon? Und streite es nicht ab, ich habe Videobeweise. Und überhaupt ist er auch ein ganz, ganz schlechtes Pokémon. Sowas von eingebildet und von sich überzeugt. Lass doch mal Münzen liegen! Weil er meint, er darf mal mit. Markus! Ja? Ja! Das ist mein Name! Sicher? Die Münzen? Wer schummelt schon wieder? Stimmt gar nicht, ich habe nur eine Abkürzung genutzt. Außerdem habe ich noch eine Verabredung, mit jemand ganz bestimmt ist. Sag ich alles meiner Mama. Deine Mutter wird sogar noch sagen, hau fest da drauf. Das würden sie vermutlich. Ich bin jetzt so ein Frost. Nein! Hau noch fest da drauf, darüber. Nein! Mann! Ja, komm! Was ist denn jetzt hier gerade los, sag mal? Mario, fällt mir schneller! Mario Master, nicht Mario Fan. Mario Fan ist der andere. Ja, stimmt, das war der Batu. Sag mal! Und du! Wer auch immer das da ist, geh weg! Ach, das ist Demon! Oh! Hi, Pompe! Die haben sie einfach gegenseitig gespielt. Das Traurige ist, es war meine eigene. Ja, ich hab's gesehen, ich war hinter euch. Du hast alle drei da weggehauen. Ich wollte gerade sagen, welcher Knochentopf macht sich denn hier so fett? Jetzt weiß ich, wer es war. Der dicke Flauschdämon war das. Gibt's ja wohl nicht. Spanky! Boah, Spanky! Ich hab nicht nach einem Winkel gesucht, da noch dran vorbeizukommen. Alter, was für ein Krieg heute wieder, ey. Was für ein Krieg. Okay, wir können weitermachen. Ich hab 69. Ach ja. Er hat jetzt erst das Flickel vor 3 Minuten. Okay. Das wird weitere Fragen auf. Kommst du da drauf? Fragen wie das Mystery-Team von Drake. Was? Welches Mystery-Team? Moment, weißt du irgendwas, das ich nicht weiß? Das Team, das von Drake noch nie bezahlt wurde. Ich wollte es nicht gesagt haben. Er bezahlt dich mit Liebe und Aufmerksamkeit. Ist das nicht wert genug? Ja, besonders mit ganz spezieller Aufmerksamkeit. Was gibt's denn da so dreckig zu lachen da hinten, hä? Willst du mir irgendwas sagen, Markus? Ja, aber das können wir ja hier nicht im Stream machen. Das ist nicht jugendfrei. Wir haben einfach FSK 18 dazu. Wir haben nach dem Stream... Ich musste wohl mal öfters zeigen, wie lieb ich dich habe. Ja, und ich musste zeigen, wie sehr dich dein Pichu vermisst. Soll dir schöne Grüße ausrichten. Er freut sich schon auf die nächste Runde im Pokéball. Könnte der Pinky Yoshi mal bitte weggehen? Den Hobby. Ich hab doch ein Hobby. Spaß. Na, sag mal, du blödes Auto, geh mir doch mal aus dem Weg. Alter, da sind 12.000 grüne Shells vor mir, ne?
Dämon, geh weg! Ich habe eine Banane und ich weiß, sie auch einzusetzen. Oh, was für eine Drohung! Wir reden wirklich von einer Banane, Spaggy. Oh, Markus getroffen. Oh, Markus nochmal getroffen. Yes, räumen sie alle weg hier. Jetzt lass mich doch. Bye, bye. Ich bin auf dir und gegen mich. Da kam Feuerhagel. Speichberg hat mich gespeichert. Ah, ich hab's aufgegessen. Dabei schmeckst du doch gar nicht. Ich sehe nur Feuerhagel, brennende Autos. Ja, du suchst, man schießt nicht so viel Feuer. Echt mal? Ich war das doch gar nicht. Das war hinter mir. Du hast doch selber eine Flamme im Arm gehabt. Und du hast ein Feuerzeug zu Hause. Nennt sich Kurai. Das auch. Drake! Ach nö! Geh weg! Alter. Immer. Oh. Mann! Ja, genau! Genau, und noch ein Querschläger! Alter, jetzt ist hier aber mal Achterbahn hier. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Was ist denn hier los? Geht's euch noch gut? Das ist nicht meine... Was reicht's mir hier? Weg da! Hier komm ich! Hat zwar nur noch für den 8. gereicht, aber egal. Das müsste der 6. gewesen sein. Uff, ihr seid also anstrengend, Leute. Ihr seid anstrengend. Ach nee, da kommt noch eins. Stimmt. Eins ist drin. 5x5, oder? Nee. Alter, das ist so schön knapp. Oh ja. Uff. Einfach nur uff. Da ist heute alles möglich. Ich sehe gerade, der Krieg zwischen Roman und Timon ist noch nicht vorbei. Der scheint noch in die nächste Runde zu gehen. Wieder liegt der Schatz. Guck mal hinter dir. Ich nehme nur noch einen Stuhl ein. Ja, der liegt auf dem Rücken. Ich sehe schon, komm, Drake macht gleich so Feierabend. Alle gehen nach Hause, alle gehen irgendwann schlafen und die beiden spielen um 2 Uhr immer. Das könnte durchaus passieren. Das könnte durchaus passieren. Oh. Finale. Wow. Jetzt doch mal Drake eine schöne reindrücken. Du kannst mich mal einen Popo schmacken. Spacken eine reindrücken. Warum denn mir? Du hast es verdient. Endlich spricht Kurai meine Sprache. Guck mal, deine Freundin ist der gleichen Meinung. Das ist sie schon, seit wir uns kennengelernt haben. Ich weiß. Ich mir mal Gedanken machen. Ach, Marco. Du bist so ein Sack, ne? Ja, wenn du hinter mir dran fährst und mit meinem Bürzel klebst. Also, Kurai, ich, nur mal an deinem Schwänzchen. Ich fürchte, wir müssen leider langsam für Spacki und Markus einen Raum machen. Lass mein Schwänzchen in Ruhe, das hat mir nichts getan. Markus betrügt mich mit Spacki, okay. Das wäre ja aber ganz so. Das ist okay. Spacki hat sich an mich rangemacht. Das hätte ich jetzt auch behauptet, dass du gehört immer zweimal Freund. Ihr wollt es doch beide, ihr wollt es nämlich zugeben. Also wenn du mir deine Kehrseite präsentierst, ne? Also. Drake, du bist doch nur eifersüchtig, weil ja, ich bin auch eifersüchtig, weil du mir gehörst, so. Das hatten wir doch gestern erst geklärt. Wir haben doch gestern erst unseren Versöhnungskampf gehabt. Ich habe jetzt eigentlich auf ein anderes Wort gehofft. Ich dachte, Drake will einen flotten Dreier jetzt machen. Was denn? Hey! Den hattest du doch heute schon, reicht das nicht? Hm? Ja, stimmt schon, ja. Nur ich lag mittendrin. Damit ihr wisst, worum es geht um Smash Bros. Vorhin bei Spacki. Im Finale, da haben sie zu dritt gekämpft. Also nicht, dass ihr hier denkt, dass es hier um irgendwelche Schweinereien geht. Es geht hier wirklich um die Smash-Runde von vorhin. Ne? Nur muss, bevor meine Yoshis jetzt hier ganz komische Gedanken kriegen. Dann bleib von der Banane weg.
Hat mich, glaube ich, nicht mehr konzentriert. Ah! Das ist gut für uns, dann können wir Markus überholen. Au, meine Wangen. Deine Wangen? Was? Weil vom Lachen. Das war krass, das war ein Lachkrampf. Man tut seine Wangen weh, also ich weiß ja nicht. Vom Lachen. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Oh nein. Na toll. Man könnt ihr mal eure Bananen mal woanders hinschmeißen? Sonst ich schwör's euch, ich hetze euch Öko-Gredel auf den Hals. Was hast du denn vorgehabt? Ich bin rückwärts ins Ziel gefahren. So. Stopp. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe gerade Lilly mit ein paar Greens abgeschossen. Oh. Und ich habe offensichtlich getroffen. Hups. Alter, dass ich das Favorit markiert habe. Alter, was ist das für eine bekloppte Runde, bitte? Ich hab's perfekt beendet, ich hab 88. Aber trotzdem hat Markus dich besiegt, Spack. Damit kann ich leben. Oh, meine Fresse. Ich hab deine Kehrseite kennengelernt, das reicht mir. Ich fühle mich überhaupt nicht angesprochen, liebe Lilly. Überhaupt nicht. Oh mein Gott, was war das so? Oh mein Gott. Also ich muss sagen, ihr Lieben, danke für diesen geilen Community-Abend. Also hat echt Spaß gemacht. Oh Mann. Wo ist mein Bild? Ah, wollte gerade sagen. Das war echt ein Spaß. Und ich hoffe, es hat euch ebenso Spaß gemacht. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal duschen gehen. Ich schwitze im ganzen Körper. Das kann ich verstehen. So, ich bin für euch gleich wieder da. Einen Moment kurz. Ja, ihr Lieben, und das war's wieder. Das war der Community-Sonntag für heute. Danke, dass ihr wieder mitgemacht habt. Wie gesagt, nächste Woche fällt sowohl der Live-Let's Play-Samstag als auch der Community-Day aus, denn ich bin nicht da. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. So, ja, Mario Master, du meldest dich bitte nachher nochmal eben bei mir wegen Strikers und ich schicke euch jetzt zum guten Steiger rüber. Da gibt es Mario World. Ich denke mal, Kaizo-Hack, denke ich mal. Und damit sage ich dann, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.